Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Guten Tag, Herr Ripke. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Entschuldigt bitte meine Verspätung. Doppelte Verspätung. Alles krank. Gut. Letzte Woche ganz nicht in No-Show. Das tut mir auch sehr herzlich leid, aber ich war wirklich nicht ansprechbar. Und jetzt auch noch zu spät. Das ist alles du, aber weißt du was, ganz ehrlich, krank sein ist keine Schmach, vor allen Dingen so wie du ja auch durch die Weltgeschichte fährst, irgendwie, wir haben uns danach auch darüber Gedanken gemacht, der muss doch mal irgendwie krank werden, irgendwie von die Hitze in die Kälte, von die Hitze in die Kälte, irgendwann spielt der Körper ja auch nicht mehr mit, obwohl du ja auch sehr, sehr gut auf deine Ernährung achtest, dein eigenes Kochbuch raus und mehr brauche ich ja gar nicht erzählen, aber irgendwann hält der Körper das einfach nicht mehr aus und dafür musst du dich nicht entschuldigen. Um Gottes Soll ich dir aber sagen, dass ich mich doch entschuldigen muss, weil es war eben nicht nur äußere Umstände, für die ich nichts konnte, sondern ich habe mir die Krankheit ertrunken. Also so richtig mit offenem Visier und viel zu viel Alkohol. Ich wollte das nicht, aber ich habe quasi 2 Tage lang gefeiert in Deutschland und war jeden Abend sehr lang aus. Da war es dann sehr kalt nachts. Also ich habe schon drum gebettelt, also auf eine Art krank zu werden. Ich habe es auch schon richtig verdient, muss man schon auch sagen, weil ich so dumm war und so bescheuert und also vor allem bei dem Ganzen, was ist jetzt, um kurz im Ernst zu antworten, die Lebensführung ist bei mir ja durchaus Maximierung der Ereignisdichte und das geht alles, bis Alkohol reinkommt. Das ist für mich das absolute Kryptonit und dann funktioniert es nicht mehr in der Intensität, in der ich so versuche zu machen und deswegen ist es auch richtig blöd von mir gewesen, richtig dumm. Vielen Dank. Das ich wollte dieses kurze Cold Opening noch ein wenig anmoderieren, weil wir nehmen ja für unsere Tausende von Zuhörern auf, Zuhörerinnen. Und deshalb wollte ich euch nochmal alle zusammen irgendwie so ein bisschen abholen. Herzlich willkommen beim Rockstar TV Podcast. Mir gegenüber sitzt der liebe Florian Petzold aus dem Studio Castrop. Dann haben wir den Christoph aus dem Studio Essen. Ich sitze auch in Essen. Und heute das zweite Mal wieder bei uns zu Gast, der liebe Paul Ripke aus Newport. Applaus, Applaus, Applaus. USA. Genau. USA. Quasi ein weltweites Studio hier. Wir schalten von Studio 1 geil. Zu 4 zu 3 zu 2. Stark. Du, aber ich hab's, um deine Geschichte zu erzählen, die du gerade erzählt hast, warum du so übertrieben hast. Mir wurde erst am Montag zugetragen, dass du eigentlich hier bei mir um die Ecke warst, in Dortmund. Ja. Und hast dann noch an diesem Freitagabend und Asche auf mein Haupt, ich habe nicht auf deinen Instagram-Account geschaut. Ich habe jetzt Zeit, irgendwie so und so viele Stunden, irgendwie, wer hat was. Sonst hätte ich gesagt, irgendwie, Paul, ich komme rüber nach Dortmund. Ich war ja sogar in Essen. Den Tag. Nee, nicht in Essen. In Essen, ja. Okay. Es wird noch schlimmer. Deswegen, was ich gemacht habe, ich habe ganz zahlreiche schöne Einladungen bekommen. Auch viele Radeinladungen, muss ich auch sagen. Sehr viele. Es gibt wohl eine sehr aktive Gravel-Szene in und um Dortmund herum. Das war mir aber ein bisschen aufwendig und es war Nieselregen und ich wollte ja nicht krank werden. Ich wollte krank werden. Ich wollte aber auch ein bisschen was Sinnvolles machen. Und dann gab es quasi einen Menschen, einen Ohrenarzt, der gesagt hat, ich mach dir mal die Ohren sauber und mach eine Ohrenuntersuchung. Das hätte ich irgendwie ganz charmant gefunden in Dortmund, war mir aber zu egozentrisch auf mich. Und dann hat aber jemand sich gemeldet von einem Haus in Essen, eine allgemeine Einrichtung, die dort berufsvorbereitende Kurse für Schulabgänger aus, ich würde mal sagen, sozial schwierigeren Umfelden. Die bereiten die ein bisschen vor und machen dort dann Saaleshaus. Saalus, glaube ich. Das ist, es gibt Menschen, die Sales Franz dann sagen Saalus dazu. Franz Saalus ist das, glaube ich. Ich dachte Franz Saalus. Aber es kann auch Saales heißen, ja, vielleicht. Genau, und diese Einrichtung ist, ich will jetzt hier nichts was Falsches sagen, deswegen google ich es mal ganz schnell, damit ich bloß nicht. Franz Saales Haus heißt es in Essen und der
Das ist eine soziale Einrichtung und der Leiter, glaube ich, dieser Abteilung, der hört Podcasts und so weiter und folgt mir ein bisschen und hat irgendwie mich dann dazu eingeladen und es hat mich schon geprägt. Also es war echt beeindruckend, da 2 Stunden, wir haben dann so einen Workshop gemacht quasi, worüber die eigentlich rausfinden sollen, wofür sie geeignet sind als Berufsanfänger, also ob vielleicht jemand eher Maler werden will oder ob jemand eher organisatorisch ist, vielleicht ein Computertalent oder sowas. Und das war aber schon auch teilweise, wenn ich so mit den Jugendlichen geredet habe, frustrierend, wie viele Probleme die haben, auf dem Arbeitsmarkt anzukommen, weil sehr viele von, und da will ich gar nicht die falschen Begriffe benutzen und ich kann nur die falschen Begriffe benutzen, aber das geht ja eher um grundlegende Basisjobs, also gar nicht so die Highest-End-Kreativdirektor bei Adidas, was auch immer, sondern Maler, Lackierer, Automechaniker, wirklich Lehrberufe, dass die wirklich drastisch weniger geworden sind und das genau in und Essen scheint ja schon zu gewissen Prozenten auch ein paar sozial schwierigere Bereiche zu haben und dass es da am härtesten einschlägt und das total schwierig ist, die Leute in einen Beruf reinzukriegen und das fand ich krass. Fahr mal rüber nach Gelsenkirchen. Ja, da ist auch so. Das ist da auch ganz, ganz schlimm. Und wir propagandieren ja auch immer gerne, macht eine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker. Na, irgendwie hat, das ist ein wirklich ehrlicher Handwerksjob und viele aus dieser Branche sind vom Zweiradmechatroniker dann bei den großen Herstellern als Eventmechaniker und sind dann nachher noch in andere Positionen gekommen. Also es ist nicht so irgendwie halt, dass du dein ganzes Leben lang nur Zweiradmechatroniker bleibst und da in deiner Kajüte sitzt und dann Reifen aufziehst oder Ketten drauf machst, sondern nein, wenn man sich auch noch mal ein bisschen weiterbildet oder auch von den Firmen weiterbilden lässt, halt einfach diese sogenannten Schulungen, dass du da auch irgendwie halt Karriere machen kannst, um Gottes Willen. Deswegen immer wieder gerne hier den Aufruf, überlegt euch mal, Zweiradmechatroniker zu machen, 3,5 Jahre oder verkürzt 3 Jahre halt einfach und informiert euch bei eurer IHK oder guckt halt einfach mal Karrierenetzwerke anschauen oder wie auch immer oder geht einfach mal bei eurem Bike-Dealer um die Ecke und fragt mal irgendwie, ob du ein Praktikum machen kannst mit Hinsicht auf eine Ausbildung hin. Ganz einfach. Immer für das Handwerk. Was macht denn der Radboom? Weil ich komme jetzt gerade direkt aus einem Blast from the Past, um mal wieder einen englischen Begriff hier reinzuwerfen. Ich habe früher in der Formel 1 gearbeitet und hatte jetzt zum ersten Mal ein Wochenende, wo ich als Privatperson da war. Und das war ganz interessant zu sehen, weil die in den letzten, also seit ich weg war, vor 5 Jahren würde ich sagen ungefähr, habe ich da aufgehört, 4 Jahren vielleicht, ich bin zielgerichtet am Beginn des absoluten Mega-Hypes dieser Sportart gegangen, wie so ein Trottel und bin jetzt quasi zum ersten Mal zurückgekommen, nicht zum ersten Mal, ich war schon 1-2 Mal zwischendrin auch da, aber es ist so ein bisschen Ernüchterung eingekehrt in der Formel 1, weil so, ich weiß nicht, wie aktiv ihr seid in der Formel 1, aber da war halt irgendwie eine der krassesten sportlichen Saisons, kombiniert mit sehr viel Drive to Survive Netflix schauen, sehr vielen neuen Fans, die den Sport so entdeckt haben, gesagt haben, es ist ja der geilste Sport der Welt. Und dann auch noch so eine Saison, die total spannend und abwechslungsreich und nachvollziehbar und das ist eine tolle Beschäftigung. Und dann kam aber danach 3 Jahre das, wie es oft auch normalerweise so ist, eine sehr eindeutige Seite und keine große sportliche Spannung, nicht so viel interessante Geschichten und jetzt ist so eine kleine Ernüchterung da. Ich habe das ganze Radthema ja auch ein bisschen als sehr gehypt in Covid-Zeiten erlebt. Wie fühlt sich's denn an gerade in Deutschland? Naja, also jetzt just diese Woche, nee, eigentlich letzte Woche, hat Fahrrad.de Insolvenz angemeldet. Und Fahrrad.de ist eine Marke von Internetstores. Und das ganze Ding. Dahinter steckt noch die Siegner-Gruppe. Genau, und die ist von René Benko. Das ist der nette, freundliche Investor-Mensch, den Sie hier in Essen auch freudig immer begrüßen mit Handschlag. Oder
der supportet immer so kleine Läden, ne? Der hilft dann mit kurzfristigen. Genau, die begrüßen den hier mit Faustschlag. Und der kriegt eine wahre Ghetto-Faust. Allerdings. Naja, und Fahrrad.de ist jetzt aber nur quasi ein Label. Also es gibt irgendwie 80 Internet-Shops irgendwie, die dieses ganze Ding da hat. Da ist dann auch irgendwie Brüggelmann, das kennt man jetzt noch so von früher. Aber halt auch eine englische Marke, die auch wirklich in England relativ groß ist. Also da hängt schon sehr, sehr viel dran, weil der einfach eine Finanzspritze von 150 Millionen einfach nicht gewährt hat und gesagt hat, so, nee. Okay. Obwohl er es laut Internetstores schriftlich alles fixiert worden ist. Also das findet man auch, diese geleakte E-Mail, also die findet man auch überall im Netz mittlerweile. Es ist so, irgendwie, die sagen halt einfach, der hat uns wirklich hier schriftlich bestätigt, 150 Millionen, und kommt dann einfach an und sagt, nee, kriegt er nicht mehr. Genau, und jetzt kannst du quasi dort nichts mehr bestellen und du kannst auch keine Reklamationen mehr machen und dergleichen. Also da ist jetzt eher so Stillstand und das ist, fürchten wir halt ehrlich gesagt, erst so der erste Ausläufer, der da so uns jetzt schon 2023 erwischt, und 2024 wird sicherlich der Markt sich nochmal ordentlich konsolidieren. Also so die ganz Großen, die werden natürlich überleben, so ein Canyon oder sowas, ne, die werden jetzt da keine Probleme haben, aber alle anderen, die, also auch alle anderen Shops, die es da halt gibt, irgendwie, die werden schon ganz schön ins Rudern geraten, denke ich mal. Ne? Also das ist halt die. Und warum? Naja, ist das so? Weil du hast halt die, du hast erst die Corona-Jahre gehabt, wo die Leute dir quasi mit ihrer ganzen Kohle in den Laden reingelaufen sind oder auch online. Und da war einfach nicht der Markt darauf vorbereitet, dass halt so viel Bedarf da ist. Also das Angebot war einfach nicht da und die Nachfrage war sehr hoch. Dann ist das quasi, jetzt ist das gekippt. Jetzt ist aber das Problem, Corona ist vorbei. Nee. Die Nachfrage ist nicht mehr so groß. Darfst gleich was dazu sagen. Und jetzt ist halt so die Problematik, Danke. Dass die halt einfach ihre vollen Lager halt nicht leer kriegen. Ne? So, Herr Ripke, moderieren Sie jetzt, darf ich jetzt? Ja, no. Gut. Nein, also für mich ist die Information ein bisschen transparenter, womit der Andreas recht hat, irgendwie halt, da war die Nachfrage halt da und die Händler sind hingegangen und haben gesagt, ich brauche 30% mehr. So, Vororder 30% irgendwie, okay, von allen Materialien. Bom, jetzt sind die 30% da, aber die Corona-Zeit in dem Sinne, dass die Nachfrage so groß war an diesen Produkten, die ist halt einfach weg. Jeder hat jetzt in dem Sinne ein Fahrrad, ja, und hat das dann über Jobrad dann auch noch sich finanzieren lassen. Und das sind dann halt so diese Punkte, wo ich dann sehe, Leute, warum? Warum habt Schuster, bleibt doch bei den Sohlen? Irgendwie halt, warum gleich 30% oder leisten? Irgendwie halt so 5% wären auch okay gewesen. Naja, dann könnte man wahrscheinlich heute noch ein bisschen anders darüber sprechen. Klar, es ist immer lustig, im Nachhinein zu sagen, irgendwie hätte man, ist halt jetzt so. Und es ist ja auch nicht nur so, dass es in der Verkaufswelt sogar so ist, sondern auch eine Bike-Bild wird dieses Jahr ihre letzte Ausgabe machen und dann gehen sie nur noch digital. Und es gehen auch mittlerweile viele Chefredakteure, weil zum Beispiel Delius Clasius Verlag, der wurde wohl im Mai verkauft an auch so eine Holding. Und da gehen jetzt entweder welche Leute mit, ja, nein. Und da gehen dann auch ein paar Chefredakteure und sowas alles halt, ne? Irgendwo halt, weil irgendwo fehlt die Knete, damit man sich Investoren reinsetzt und das alles. So, aber ich habe ein Problem damit, wenn Investoren einfach nur auf Zahlen schauen, und in der Fahrradindustrie darfst du nicht auf Zahlen schauen, sondern da musst du halt anders arbeiten. Bisschen auf Zahlen schon, ist ja in Ordnung, man muss ja die Mitarbeiter bezahlen, die Produkte und das alles. Aber eine Fahrradindustrie ist einfach sowas aus meiner Sicht und Weise, so dynamisch irgendwie halt, dass da nur immer zeitweilig was passiert und nicht immer ein kontinuierlicher Fluss da herrscht. Also der Amerikaner in mir, der Kapitalist, es gibt ja auch einen Fachbegriff im Deutschen dafür, das wäre dann die Liebhaberei, wenn man nicht auf die, also ja, schon eine Gewinnerzielungsabsicht musst du ja schon machen, sonst kriegst du die steuerliche Klatsche, auch in Deutschland. Aber die,
die, also ich verstehe schon, dass quasi zu sehr, aber also es waren halt auch schwierige Zeiten, glaube ich. Also ja, weißt natürlich. Du, so wie geht man denn damit um? Man denkt, okay, geil, so viele Leute, also schlimmer wäre ja, wenn jetzt Jobrat pleite gehen würde oder sowas. Ich glaube, dann hätte man ein echtes Problem, oder? Ja, diese Leasinggesellschaften, ja. die das anbieten, dass man da halt einfach das Fahrrad least mit dieser 0,5-prozentigen Kiste krass. Irgendwie ja. halt, das wäre da schon, wenn da eine Pleite geht. Aber das steht, das steht nicht, das wird nicht passieren. Also ich kenne, ich kenne jemanden, der arbeitet im Marketing von Jobrad und die wachsen gerade wie blöd. Also und erinnere dich an unseren lieben Freund, den Duck, der jetzt ach so, den Herrn Freudenhammer. Genau, der jetzt auch bei Jobrad ist und die haben. Das Gesicht von Paul war jetzt geil. Super. Geiler ja. Name. Der heißt Freudenhammer. Wirklich, ja, ey, immer, wo der mich zum allerersten Mal angerufen oder wo wir miteinander gesprochen haben, da haut der raus, ja, Duck Freudenhammer, mein Name. Da gucke ich ihn an. Ist ein Deutscher. So, Alter, ist ein Deutscher. Okay. Es ist ein Deutscher. Da habe ich ihm nur noch gesagt, in deiner Jugend hattest du viel Spaß, wa? Jetzt nicht. Ich habe mal einen Spielerberater von Marcelinho kennengelernt, der heißt und hieß Notdurft. Auch ein blöder Nachname, oder? Oh Gott. Oh Gott. Und unsere Nachbarn hier heißen Schimmelpfennig, sind aber Amerikaner. Da weiß ich auch nicht richtig. Wie kann man denn Schimmelpfennig? Also es muss ja irgendwoher gekommen sein. Den kenne ich aber. Der ist mir irgendwie geläufig. Ja. Das habe ich schon mal gehört. Aber Notdurft ist schon schwierig. Also das da keine ja. leichte Kindheit. Paul, lass uns mal ein bisschen ein anderes Thema anschneiden. Und zwar dein Sportjahr war ja ultra krass. Also wir verfolgen das wie alle anderen natürlich auch über deine diversen Kanäle. Und jetzt hast du ja auch den Berlin-Marathon irgendwie erfolgreich absolviert und auch in deiner Zielzeit unter 4 Stunden. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Aber bist du denn jetzt Läufer? Ja. Bist du jetzt nur noch Läufer? Nein. Ich bin ja auch die Vorbereitung für den Marathon bestimmt zu 70% auf dem Rad habe ich die absolviert, weil ich, also Laufen hat einen sehr großen Vorteil, das muss ich schon sagen, mit dem Reisen. Dass du halt egal wo, egal wie, also du kannst es überall machen. Deswegen habe ich habe bei mir wirklich so intensive Reisezeiten. Jetzt waren zum Beispiel gerade 3 Monate, wo ich echt viel unterwegs war die ganze Zeit. Deswegen bin ich da ein bisschen mehr gelaufen als Rad gefahren. Einfach wegen dem Geraffel, was man nicht mitnehmen muss und was auch immer. Und das Zweite, und das finde ich schon auch charmant am Laufen, muss ich schon auch echt zugeben, dass der Eintritt ist ein bisschen einfacher. Also es ist halt, wir machen ja hier jeden Mittwoch einen Run Club und jeden Samstag einen Bike Club, also Paris Supplies Club, und da fahren wir Fahrrad. Und da sieht man schon, dass das fast 10-mal so viele Leute sind, die zum Laufen kommen, weil sie sich mehr trauen und weil du halt natürlich auch kein Fahrrad und Wahnsinn und 4 Stunden Commitment und so. Es ist schon einfach ein gewisses, also beim Radfahren sind wir zu 10 und beim Laufen kommen schon mal 80. Also das, daran sieht man das ja, was da so an unterschiedlichen Sachen. Das finde ich beides sehr, sehr charmant, muss ich sagen. Ich habe aber fast alles, also grundlegend, ich glaube, ich bin so fit wie noch nie. Ich bin auch so sportlich wie noch nie. Hab auch auf dem Rad echt. Und ich weiß immer noch nicht. Also ich muss wirklich sagen, das ist eigentlich der krasseste Tag. Und ich bin dieses Jahr 2 Marathons gelaufen. Marathonie. Marathoni. Oder wie immer die Mehrzahl von Marathon ist. Marathonis. Toni Holzner. Aber Toni S. Das krasseste war Chasing Cancellara. Und das war auf dem Rad. Und das war erheblich quälender und erheblich schlimmer und erheblich überbelastender und erheblich doller von der Voraussetzung, also von der Herausforderung her, als, ich will jetzt nicht sagen, beide Marathonien zusammen, sondern würde sagen, also mindestens auf einem Level mit dem, was da passiert ist. Und das war eben auch eine Radsache, ja. Und das war, also, und also die Vorbereitung. Um jetzt, wenn wir ein bisschen sportlich reden wollen, sind das total durchschaubare, ja jetzt auch kein Hexenwerk, dass man, also ich habe in diesem Jahr wirklich mir vorgenommen, eine Fitness aufzubauen. Und diese Fitness habe ich hauptsächlich aufgebaut durch Intervalle und nicht durch 6 Stunden lange Radtouren. Das habe ich davor eigentlich immer gemacht, dass ich quasi ganz lang und stetig, und ich bin ja wirklich sehr viel einfach Destination irgendwo hin, das mache ich auch immer noch aus Spaß, weil mir das einfach total Bock bringt, aber jetzt wirklich für den sportlichen Sinn
habe ich mir schon echt intensiv Intervalle angewöhnt und die finde ich auf dem Rad 100-mal besser. Also da mache ich dann, keine Ahnung, 8-mal Sprints. Das sind kurze oder lange Intervalle. Entweder eine Minute lang oder 10 Sekunden lang oder so stumpf ungefähr. Und die kann ich bei mir, ihr kennt ja hier den Radweg am Santa Ana River Trail, da kann man die auch wirklich sehr, sehr gut machen auf dem Rad. Und die bringen 500-mal mehr Bock auf dem Fahrrad als irgendwelche Sprints auf den Füßen laufen zu machen oder sowas. Und ich habe ja auch ein Schwimmbad, also ich habe auch ein paar Schwimmeinheiten gemacht, einfach damit Abwechslung mit reinkommt. Weil ich glaube, ich für mich so eine Laufvorbereitung, wenn man, ich weiß gar nicht, was da so der übliche Weg ist, aber es sind ja dann schon 8 bis 10 Stunden pro Woche, die man mit Laufen verbringt. Das wäre mir, glaube ich, zu eintönig, wenn das nur Laufen gewesen wäre. Und das war hauptsächlich auf dem Fahrrad tatsächlich die Vorbereitung. Wollte ich gerade sagen, dein Intervalltraining, das durfte man ja teilweise mitbegleiten. Ne? Das hat ja auch richtig Laune gemacht, muss ich sagen. Ja. Und ich bin ja auch so ein Intervallfan. Ne? Ich variiere auch möglichst gerne gerade Laufen. Laufen ist dieses Jahr echt zu kurz gekommen bei mir, muss ich sagen. Na, ich habe dich immer sehr gerne verfolgt. Und ich wäre auch gerne nach Berlin hochgefahren. Hat leider Gravel Games, ist halt auch so ein War an dem Wochenende, Festival. Ne? Es war genau das gleiche Wochenende. Ich habe es geliebt und gehasst, also verflucht zugleich, ne? Weil ich gern beides gemacht hätte. Ja, nee, aber in dem Sinne bin ich da voll und ganz bei dir. Ne? Also Intervall, gerade auf dem Rad. Das hat echt einen Effekt, ne? Also es ist krass, was das für einen, habe ich völlig unterschätzt und so. Und dann habe ich ja schon auch ein, zwei professionelle Radfahrer in meinem Umfeld und die bestätigen ja auch alle, dass sie eigentlich hauptsächlich Intervalle trainieren, um eine grundlegende Fitness dabei aufzubauen und dauert ja auch gar nicht lang. Also ist ja dann eine Stunde und dann hast du da echt ein heftiges, geiles Training drauf und das ist, bei mir war das echt ein Gamechanger und ich meine, ich bin in Summe, also ich habe ja schon auch nochmal heftig abgenommen, also so bin jetzt solide um die 100 rum und habe aber wirklich auch Muskeln aufgebaut. Sieht man auch, ja. Und das liegt nur am Intervalltraining, also an fast nichts anderem. Klar, ein bisschen Ernährung, ein bisschen da und da gucken, aber das fand ich schon, das hätte ich nie gedacht, dass es so doll ist. Und also, und da kommen wir zum Anfang zurück, das Zweite, was ich mir halt schon, also ich habe schon echt weniger Alkohol getrunken dieses Jahr. Also ich habe mir das schon fest auch vorgenommen, weil das so nicht weitergeht, mein ewiges, also für mich ist ja immer noch Heaven, eine 8-stündige Fahrradfahrt, zur Mittagspause 2 Pilz schon mal und danach so 4 Negroni und 27 Bier am Lagerfeuer. Das ist das Schönste der Welt ist. Oder nicht? Aber mir geht's auch nicht anders. Ich habe nur 16 Kilo abgenommen, aber immerhin. Ich wollte eigentlich mehr. Aber jetzt mal was anderes. Ich hatte eigentlich was hier vorbereitet, wir hatten was vorbereitet. Ja. Ich kenne ihn halt einfach persönlich sehr, sehr gut. Er kommt aus meiner Heimatstadt. Micky Beisenherz sollte eigentlich hier als Überraschungsgast hier mit reinkommen. Aber es geht gerade nicht, weil er hat ja einfach mal eine Nachricht zukommen lassen. Hallo, lieber Florian, hallo, lieber Paul, ich grüße euch ganz herzlich. Ich wäre natürlich sehr gerne bei eurem kleinen Plausch dabei. Ich habe allerdings panische Angst, dass, wenn ich zu lange mit Paul rede, er mir ein Schnittbrett verkauft oder mich im Marathon in Crocs laufen lässt. Deswegen ziehe ich mich lieber zurück, mache meinen Kram bei NTV und lasse euch beiden miteinander sprechen. Paul ist ja nun auch wahrlich unterhaltsam genug und hat ausreichend Strahlkraft, um diesen Podcast auch ohne mich zu einem gelungenen Unterhaltungsprodukt zu machen. Das kann er ja, das weiß ich. Freue mich und freue mich, mir das später anzuhören. Alles Liebe, liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss. Guck mal, wie pointiert der reden kann, ist schon beeindruckend, ne? Ja. Also, dass er für eine Sprachbenutzung hat, kombiniert mit so einem kleinen Witz und dann auch noch charmant. Ja. Das ist wirklich krass. Also wirklich beeindruckend, wie gut diese Nachricht und das ist. Und das mal so easy aus der Hüfte geschossen, ne? Einfach in so einer Sprachnachricht. Der hat das wirklich der sagt so, ey, Junge, ich habe heute die Aufnahme bei NTV. Ja. Ich kann nicht mit rein. Aber ja, und dann sagt er noch, ich kann höchstens eine Nachricht schicken. Ich so, ja, dann schick eine Nachricht. Irgendwie hat er dann gerade aufgenommen und fertig. Aber und recht hat er. Damit. Weil tatsächlich würde ich ihn, glaube ich, an spicken. Wobei der, also ich weiß gar nicht, was der an Sport macht, aber der muss ja irgendwas an Sport machen, aussieht. Micky sieht schön aus. Also stempeln wir das schon mal ab. Schöner Mann. Ist schöner Mann. Der spielt Fußball, der Gute.
Ah, okay. Der spielt Fußball bei uns hier in Castrop-Rauxel hinterm Knast. Ist so ein Fußballplatz bei uns und da lädt er sich mal, wenn er dann halt die Zeit findet, hier nach Castrop-Rauxel zu kommen, hat er seine Crew irgendwie und dann wird da mal so 2-3 Stunden Fußball gespielt halt. Micky ist halt einfach halt ein Fußballfanatiker im Sinne von, er liebt einfach Fußball und gut ist dann halt. Ob er noch in die Muckibude geht, das weiß ich gar nicht mehr, aber bestimmt EMS bisschen, oder sowas. So ein sowas eher. Ja, der ist ja auch mittlerweile genauso alt wie ich. Ob er da 36 schon? Nein, 46. Eine gute Vorlage. Ja, ja, ich weiß. Wir beide haben ja am selben Tag Geburtstag. Ja, und dasselbe Krankenhaus. Ja, bla 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 bla. Oh, danke, danke. Ja, aber ich, bitte, selbe bitte. Erste Freundin. Oh, ich glaube, da kommt unter Umständen kommt da vielleicht noch ein Überraschungsgast. Schau mal, wen wir da noch haben. Kevin, der König. König Kevin. Hallo. Gott, oh Gott, Kevin, mein Freund. Kevin habe ich das letzte Mal gesehen, da kam ich zu den Gravel Games, zu denen ich ja wiederkommen wollte. Ich weiß nicht, ob es wirklich das letzte Mal war, aber da kam ich hin und dann ist Kevin ein paar Intervalle gelaufen. Bevor er aufs Fahrrad gegangen ist, ist er über einen Parkplatz quer drüber 800 Meter Läufe gelaufen. Also wirklich, Kevin, wie geht's dir, mein Alles Freund? Wo bist du überhaupt? Bist du in einem Hörsaal? Nee, oder sieht dein Zuhause aus wie in einem Hörsaal? Ich bin in einer Sauna. Bist du in einer Sauna? Geil. Ich habe mir hier ein privates Podcast-Studio eben aufgebaut. Saskia und ich sind im schönen Schwarzwald in Bühl, eine Stunde südlich von Heidelberg. Ja, Bühler Höhe. Genau. Eigentlich oft. Gibt's es noch? Wir sind erst gestern angekommen. Wir haben heute nur gefaulenzt. Bis zu dieser Aufnahme. Und soll ich einen kleinen Downer erzählen? Die Bühler Höhe ist, ist soll immer gut, mit einer guten Geschichte anzufangen, oder? Die jetzt habe ich falsch intrigiert. Aber die Bühler Höhe ist ein großartiges Grand Hotel, würde man glaube ich sagen. Ich glaube von den Grundig-Erben oder sowas. Und die haben, man guckt so ins Rheintal hinein und nebendran ist eine Kurklinik. Die weiß nicht, ob sie noch existiert. Ich war da, wie gesagt, 20, 30 Jahre nicht mehr. Aber das war leider der Ort, wo mein Vater am Ende, der hatte 6 Jahre Krebs und da war ich 20 und dann sind wir ihn da immer besuchen gegangen, weil er dort quasi, jetzt nicht hospizmäßig, aber es war klar, dass es zu Ende geht und er war dann dort nochmal. Aber er hat eine ganz coole Sache gemacht, die mich sehr geprägt hat. Der hat dann so 2-3 Wochen, bevor er gestorben ist, hat er gesagt, Paul, komm du mal allein morgen. Und um 9 und dann kam ich um 9 und dann hatte er einen Helikopter gemietet. Er hat quasi das Erbe nochmal richtig rausgehauen, die letzten 2-3 Monate seines Lebens für Heliflüge über den Schwarzwald zum Beispiel mit mir zusammen. Und das fand ich gut. Also das fand ich auch richtig. Also viel, viel geiler, dass ich nochmal mit meinem Vater Helifliegen gegangen bin, als dass ich 2370 Euro geerbt hätte oder was auch immer. Dementsprechend durchaus positive Erinnerungen an die wunderschöne Bühler Höhe und auch die Stadt Bühl. Das ist, glaube ich, dann in der Rheinebene unten drunter. Guter Ort, Kevin. Was geht? Schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch wieder hier in der Runde zu sein, dich auch zu sehen. Ja, bei mir ist soweit alles entspannt. Ich hatte es schon den Jungs erzählt, gestern bin ich auch mal wieder ein bisschen Wettkampf gelaufen. Also das ganze Training soll sich auch irgendwie lohnen. Und? 5 Kilometer. Ich habe die Einheit Ü80 U18 genannt. Also mit stabilen über 80 Kilo noch unter 18 Minuten auf 5 Kilometer zu laufen. Ach so, ich dachte, das war das Alter. Ich auch gerade so. Ja. Und hast du was gewonnen? Nee. Also hast du eine Altersklasse gewonnen? Nee, ich habe die Holzmedaille, 4. Platz. Aber das ist auch okay. Alles gut. Auch 2. Platz. Bist du jetzt unter 18 gelaufen? Genau, bin ich noch. Ja, war eine schöne Veranstaltung und ja, direkt danach sind wir hier Richtung Schwarzwald gefahren und werden jetzt bis Freitag hier im Schwarzwald ein bisschen wandern, vielleicht Straßburg besuchen und einfach ja, ein bisschen Entspannung machen. Kannst auch bei Jan Ulrich vorbeigehen, der ist da in Merding und hat, glaube ich, gerade ein neues Shampoo veröffentlicht. Dann müssen wir die Nummer nachher mal schicken. Dann. Der hat eine neue Pflegeserie, dann kannst du... Das ist die zweite, also ich bin ein großer Fan von Jan und finde den auch super und so weiter,
Aber, und da kann man ja schon auch mal ein kleines, liebevolles, augenzwinkerndes, also das eine Ding, was ich mich gefragt habe in den letzten 5 Monaten, aber vielleicht bin ich da auch zu, weil, also ich überlege schon, ob man in der lustigen Paul-Ribke-Welt vielleicht mal irgendwelche Körperpflegeprodukte macht und so weiter. Ich habe aber für mich immer gedacht so, naja, irgendwie fühlt sich das sehr falsch an, euch zum Beispiel jetzt zu sagen so, hey, wollt ihr nicht mein Duschgel kaufen, dann riecht ihr so wie ich. Das ist irgendwie ein bisschen weird, muss ich sagen. Und, wenn ich durch Kassop Rauxel gehe und die riechen alle Paul Ribke. Ja, und dann sagt einer, oh, du riechst wie Paul Ribke. Das ist irgendwie verstörend, muss ich sagen. Genauso verstörend wie übrigens Kondome. Natürlich ist bei Pariser was, also das liegt ja auf der Hand irgendwie, aber auch das kriege ich nicht so richtig übers Herz, dass Leute in sexuellen Situationen an mich denken, finde ich auch irgendwie zutiefst falsch. Und ähnlich geht es mir natürlich bei Jan, also so nett, wie ich ihn mag. Ich möchte eigentlich, also er riecht sehr, sehr gut, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt so riechen wie er. Das ist jetzt nicht das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, aber ich hoffe, dass es erfolgreich wird. Noch schlimmer ist tatsächlich Yves Saint Laurent oder Louis Vuitton, ich weiß nicht, einer der riesengroßen französischen Superkonzerne, die, glaube ich, eine weltweite Kampagne gemacht haben und gelauncht haben zu ihrem neuen Parfum Yourself, also YSFL, was also abgekürzt ohne Konsonanten nannten. Und da habe ich mich endgültig gefragt. Ich meine, wenn man einen Parfum kauft, dann doch, um nicht wie man selbst zu riechen. Also, das ist doch echt, saß da nicht irgendjemand mal und hat gesagt, das ist doch das Core, der Grund, warum man unser Produkt kaufen will vielleicht, ist doch, um nicht wie man selbst zu riechen. Deswegen kann man es doch nicht man selbst nennen als Name von einem Parfum. Ich check's nicht, aber... Naja, ich bitte darum, irgendwie Ende der 90er, Anfang 2000, da kam doch Darf mit Daily Facials raus, ne? Auch schwierig, ja. Ja, auch ganz schön schwierig. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht so, ne? Also, vielleicht wollen die das so aus der Marketingabteilung. Ich weiß es nicht. Doping für die Haare. So mäßig, ne? Paul, wo wir jetzt hier alle so schön miteinander sitzen. Ja. Wir sind ja alle, der Florian noch nicht, der Florian, der fehlt noch. Wir sind ja schon alle Kalifornien geprägt, sage ich jetzt mal, ne? Und wenn wir dann immer wieder, also Christoph und ich haben schon schweren Schmacht, muss ich sagen. Also wenn wir dann wieder Fotos aus... ist jetzt schon wieder 3-4 Monate, wo ihr nicht mehr da seid. Das ist ganz schlimm. Das ist schon ist viel echt, länger. Als wir waren im April, waren wir da, oder Anfang Mai. Aber egal, wir wollen ja wieder zurückkommen. So. Ja. Und wir wollen eigentlich auch wieder nächstes Jahr, selbe Zeit, wollen wir wieder zurück. Und diesmal nehmen wir den jungen Mann aus Kastrop nehmen wir auch mit. Wir werden das aber dieses Mal ein bisschen anders machen. Wir werden so ein Halb- und Halb-Geschichte machen. Also einmal ein bisschen Mountainbiken, aber wir bewegen uns auf jeden Fall auch wieder Richtung Newport. So oder so. Und wenn du Zeit hast, dann würden wir sehr gerne wieder bei dir einfallen. Und hier einfallen sage ich auch deshalb, weil das möchte ich nochmal kurz hier, das habe ich schon in den California Diaries schon mal erwähnt. Es war wirklich im höchsten Maße super, super cool bei dir, weil deine Gastfreundschaft ist wirklich, also phänomenal. Andererseits, als wir da bei dir im Wohnzimmer standen, und vielleicht kann der Kevin das so ein bisschen nachvollziehen, habe ich gedacht, wir kommen da in ein Business-Meeting. Du sitzt da mit deinen Mitarbeitern und ihr macht da irgendwie, bewertet die Fotos für irgendwie das Kochbuch und sowas. Und das sind jetzt halt alles Mitarbeiter, die du fragst nach ihrer Meinung. Weit gefehlt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren alles Menschen, die eigentlich beim Paul einen Pulli kaufen wollten und die dann einfach bei ihm im Wohnzimmer gelandet sind und da deine Frau dann auch noch das Essen zubereitet hatte und wir das auch danach noch essen durften, was wir total cool fanden, war das irgendwie eine höchst absurde Gemengenlage, die aber total cool war.
Es war ein typischer Tag. Also so ist ja jeder Tag. Der Kevin kann das ja bestätigen. Wir haben inzwischen also Kevin ist ja Inauguration, also der allererste Gast, der hier je im Paris Clubhaus auch geschlafen hat. Also normal schlafen die Leute ja bei mir zu Hause. Inzwischen haben wir aber so eine kleine, ist tatsächlich ganz cool hier zu pennen. Ist ein bisschen laut nach wie vor, aber wir haben so eine perfekte High-End-Camping-Matratze. Also wir reden wirklich nicht mehr von der Luftmatratze, sondern es ist so mit Memory Foam oben, der sich selbst stabilisiert. Wirklich, wirklich, man schläft sehr, sehr gut. Dann ist es mit großem Abstand der klimatisierteste Raum. Also wenn es warm wird, ist das der einzige Ort, wo man wirklich auch mal runterkühlen kann und dann hat man da eine gute Kälte zum Schlafen. Vor allem ist Paar Recovery, das ist der dritte Raum. Den habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen, weil der war im Mai, war der schon fertig? Okay. Der war schon fertig, wir kamen leider noch nicht in den Genuss, sage ich mal. Ne? Wir waren so busy miteinander, wir waren mehr auf dem Fahrrad als alles andere. Wir haben es einfach sehr genossen. Ja. Paar Recovery ist der schönste Ort eigentlich inzwischen geworden, weil der ja so ein bisschen diese trottelige, also deswegen ist es ein guter Grund zurückzukommen für euch, weil der ja so, also das ist eigentlich, da kümmern wir uns um unsere Körper. Und ich habe ein Add-on also normal ist es zum Stretchen, da ist ein Massagestuhl, da ist ein Eisbad, da sind ganz viele Massage-Guns, da sind so Yogamatten, da kann man quasi die Recovery abfeiern. Und die ist schon einer der wichtigsten Punkte, wie wir ja alle wissen und nie uns dran halten. Und trotzdem ist dieser dedicated Ort, dass man da hingeht und eine halbe Stunde Yoga macht, das macht echt einen Unterschied, dass man das so irgendwie hat. Und dementsprechend liebe ich den sehr heiß und innig und werde euch da reinprügeln, egal ob ihr Lust habt oder nicht, weil der wirklich ganz, ganz großartig ist. Aber er hat auch ein Add-on bekommen, da solltet ihr jetzt schon ein bisschen Angst vor haben. Und das möchte ich euch auch, weil also es hat auch einen Preis, mich besuchen zu kommen inzwischen in Newport Beach. Und früher war das ja die Taufe im Eisbad. Die geht ja noch. Das ist ja noch so halbwegs okay. Es gibt ein neues Aufnahmeritual, zumindest fürs nächste Jahr. Im Jahr 2024, wenn man Paris Clubhaus Mitglied werden will. Und da seid ihr ja quasi schon Ehrenmitglieder, aber müsst die neue Aufnahmeprüfung einmal über euch ergehen lassen. Ich habe mir so einen Anzug gekauft. Und dieser Anzug, also wirklich so über die Schultern und bis in die Beine rein, der hat überall so elektronische Ioden. Und damit kann ich mit Elektroschocks euch quasi foltern. Also geil. Es ist so ein bisschen wie wenn ihr Waterboarding bei der CIA. Ich fahr nicht mit. Ich bleib in Castrop-Rauxel. Oh, das ist sowas von mit eingepackt, mein Freund. Das ist der krasseste Muskelkater, den ihr je in eurem Leben gehabt haben werdet. Es dauert nur 20 Minuten. Ist umstritten, um es mal so zu sagen, ob das richtig sinnvoll ist. Ist schon auch so, dass, also wenn so 6 Jungs das machen, dann gibt es ja einen gewissen kompetitiven Moment auch. Und da haben schon auch 3-4 Leute so übertrieben, dass die 2 Tage später Blut im Urin hatten, weil quasi die ihre Muskeln so zerstört haben. Also da sollte man nicht hin, aber also es ist schon ein schöner, also ich, für mich ist es schon sehr befriedigend, weil ich habe dann so ein iPad in der Hand und da ist ein großes Plus und ein großes Minus und ich kann dann immer nach Lust und Laune gucken, ob der Kevin jetzt noch mal ein bisschen mehr braucht da auf dem Oberschenkel, weil der hat ja wirklich sehr, sehr große Oberschenkel, der Kevin, und da kann ja auch ein bisschen mehr Strom dadurch gejagt werden durch den Oberschenkel, finde ich zumindest. Darf man dabei ein Bier halten? Kann man nicht mehr. Also kannst du versuchen, dabei ein Bier zu trinken, keine Chance. Also wirklich keine Chance. Also danach ist es leer und ist dir im Gesicht geschüttet. Ich weiß, von was du redest. Das ist EMS-Training. Und meine Freundin, die macht das schon seit 6 oder 7 oder 8 Jahren, keine Ahnung. Und die schleift mich ab und zu immer dann in ihr Studio mit. Und dann mache ich das auch. Und wir haben erst kürzlich eins gemacht. Und da hat der Trainer auch ordentlich mal irgendwie an seinem iPad da rumgeregelt. Das war echt eine harte Nummer. Aber das ist wirklich, nennt sie das High Intensive oder irgend sowas, Training wie 20 Minuten und dann da Rambazamba. Ist geil. Gut, ne? Und bei dir ist es aber ein zertifizierter, ausgebildeter, vor allem geeigneter Physiotherapeut, der eine lange Ausbildung dazu gemacht hat. Das ist jetzt hier nicht so der Fall. Da steht Paul mit dem iPad. Höchst illegal, also in Deutschland ist es nicht zu verkaufen, in Amerika natürlich. Land of the Free darf man sich selbst zur privaten Anwendung natürlich so viel foltern, wie man will. Und also ist wirklich saulustig.
Das ist wirklich lustig, weil man auch als Andreas, du kannst ja bestätigen, das du ist eine ganz so verstörende, man macht eigentlich gar nichts. Und man, dadurch, dass diese Elektroschocks einen zum Körper anspannen, man hat schon auch manchmal, so offen will ich sein, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlässt, ist schon manchmal vor der Grenze zum Einkoten, um einen Fachbegriff mal zu sagen. Also man sollte es nicht mit Durchfall machen. Geil. Wenn ihr bei Mexikanern, aber ansonsten echt super viel Fun. Also wirklich viel Spaß. Christoph und ich, wir sind ja schon getauft. Ne? Kevin, hast du auch die Freude, das Eisbad zu genießen? Nee, ich glaube, Rick Recovery haben wir nicht so gemacht. Wir sind. Nee, aber im Eisbad warst du klar. Nein, du im ich Eisbad, war nicht im Eisbad. Kevin. Wirklich nicht. Ich habe dich nicht ins Eisbad. Nein, vielleicht gab es doch, ich glaube, aber es stand bei dir nach oben, oder? Ja, stimmt. Oder das war vielleicht gerade kaputt oder so. Das war normal, zwinge ich alle Leute, die nicht wollen, ins Eisbad. Muss man, also könnt ihr bestätigen. So geil irgendwie. Jeder hat da irgendwie von dir so eine Badehose gekriegt und dann irgendwie auch, oder die Mädels haben dann einen Badeanzug gekriegt und alle so, nee, mach ich nicht, nee. Am Ende waren sie alle drin, ne? Und Props an meinen lieben Kollegen, den Chris, ne? Ohne in eine Miene zu verziehen, die 3 Minuten da abgerissen, ne? Aber den Herrn Petzold, den müssen wir natürlich ja auch noch reinkriegen. Ne? Der weiß schon, was ihn erwartet. Nein, ich passe da gar nicht rein. Doch, doch. Nein, ich passe da gar amerikanisch nicht rein. Verhältnisse. Ja, eben. Jetzt hör doch mal auf, Kevin. Da kommst du rein. Wie läuft das denn ab? Kriegen wir dann noch einen neuen Namen? Weil ich finde, L.A. Lars, der läuft eigentlich gerade ganz gut irgendwie auf Insta. Stimmt, ich erinnere. Ich wäre bereit, nicht einen neuen Namen zu machen. Also es ist quasi so eine Auffrischung, wie eine Covid-Impfung Auffrischung. Ein kleiner Booster-Shot. Booster-Shot ist der EMS, der Newport-Booster im Paris Clubhouse. Nein, aber das ist schon, also es wird schon, also kommt gerne rum, ich freue mich drauf. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich kurz dachte, vielleicht passiert es in den nächsten 3 Monaten, weil ich jetzt endgültig so November, Dezember, Januar bin ich zu 100% hier, bin vielleicht mal 2 Tage irgendwo weg, aber freue mich sehr drauf, dass es mal einmal solide da ist, weil ich das schon bei mir bewusst entscheiden muss, dass ich dann noch da bin. Also so blöd es ist, im Mai weiß ich nicht so richtig, was bis dahin passiert, ob irgendwelche verrückten neuen, nächstes Jahr ist EM in Deutschland mit vielen Projekten und so weiter. Ich hoffe da noch nicht, aber ich würde mich ja sehr freuen, euch hier Gast zu geben. Sagt man das? Ist das ein Verb? Naja. Kevin, du weißt das. Du bist doch der Professor, Dr. Ich habe Elektrotechnik studiert. Gib mir Zahlen. Euch begrüßen zu können, zu dürfen, wie auch immer. Also wenn du da bist, würden wir uns natürlich super freuen. Und wir würden dich eigentlich auch gerne so ein bisschen noch zum Fahrradfahren mit animieren wollen. Weil der Chris und ich, wir haben ja die Tour gemacht, du weißt ja, wir mussten aber diese blöde Umfahrung machen, weil ja Big Sur irgendwie gesperrt war, ne? Ich weiß nicht, ist das immer noch? Soll ich dir ein Geheimnis verraten, was mir inzwischen jemand erklärt hat? Man kommt da durch, nachts. Es ist illegal und also in Fahrradkreisen ranken jetzt die Geschichten, dass quasi, es sind so 3-4 Kilometer quasi, die man über die Baustelle. Und teilweise muss man es irgendwie aufschultern. Ich bin mir sicher, dass Kevin, der ja auch einfach am Straßenrand geschlafen hat, während er darunter gefahren ist, dass er damit am wenigsten Probleme hat. Ich krieg schon Schnappatmung bei der Vorstellung, dass irgendein Highway-Cop mich dann erschießt, während ich das. Aber als Fahrradfahrer kommt man im Dunkeln, ist er, also nachts ist diese Baustelle nicht aktiv. Und da gibt es sehr viele Fahrradfahrer, die quasi in den Abend dorthin fahren und dann in die Nacht rein dort durchgehen. Nur so als, falls irgendjemand eine Highway Number One, also gesperrt bleibt es wohl noch 2-3 echt? Jahre. So lange? Oh krass. Ja, uff. Ja, es war ja diese, das heißt ja leider auch noch St. Paul, das finde ich nicht so gut, aber das war schon davor eine sehr erdrutschgefährdete und dann haben sie es einmal 3 Jahre gemacht und beim ersten ernstzunehmenden Bedrohungsfall ist es komplett jetzt müssen sie es einmal richtig machen. Weil sonst ist es wieder nur gefleckt und geht wieder schief, sozusagen, bei den nächsten Jahren. War super ärgerlich. Wir hatten nämlich gehofft, dass wir es nächstes Jahr wenigstens dann auf den Spot mal so ein bisschen erkunden können. Beziehungsweise war ja für mich sowieso das erste Mal, so die ganzen Eindrücke sammeln. Und das wäre nochmal so ein i-Tüpfelchen, ne?
War aber, glaube ich, der beste Radtag meines Jahres. Also wirklich mit fast meines Lebens, glaube ich, weil ich an meinem Hochzeitstag war ich in Camel by the Sea. Das ist quasi Monterey, der obere Teil, wo man dann in diesen Highway Number One Part reinfährt von oben. Und das war ein Samstag. Und da war ich gerade so, da kam ich aus. Und das kann ich echt empfehlen. Das hätte ich völlig, habe ich völlig unterschätzt. Ist Höhentrainingslager. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich habe das quasi nicht als Trainingslager gemacht, sondern bin halt, ich habe halt gearbeitet in Aspen in Colorado auf sehr hoher Höhe und bin da auch ein bisschen gelaufen und bin aber auch ein bisschen Fahrrad gefahren eine Woche lang und kam dann runter auf Meeresniveau und es ist unfassbar, also bei mir war es unfassbar, wie viel fitter ich dann war. Das waren mindestens, also es fühlte sich wie 20% fitter an. Also ich habe mich gefühlt wie Superman. Also ich habe mich noch nie so gut auf dem Rad gefühlt wie an diesem Tag, weil ich halt einen Tag davor von der Höhe nach einer Woche Höhe runtergekommen bin. Und dann war das Geile halt, dass wenn du von Norden fährst, nach dem Wasserfall, also erst kommt ja die Brücke, dann kommt der Wasserfall, dann kommen so zwei, drei andere Sachen. Und aber nach dem Wasserfall drehen alle um, weil ja alle sonst 4 Stunden Auto fahren müssen. Und ich war allein auf dem Highway Number One und habe in dieser völlig wahnsinnigen, also Sonnenuntergang, ich habe mich mit meiner Frau und meinem 5-jährigen Sohn, die sind den 87er Porsche, ganz zum südlichsten Punkt, da haben wir uns verabredet und getroffen und ein bisschen komisch wird es dann irgendwann, weil gar kein Handyempfang und so weiter da ist und ich mir denke, hoffentlich klappt das alles. Also so viel Abenteuer gab es dann schon, ein bisschen minimales Abenteuer. Aber als es wirklich nicht mehr reell war und wunderschönes Licht und geile Musik und alles, einfach, ich habe nur Glückshormone ausgeschüttet, sind rechts Wale. Ich habe Wale gesehen vom Highway Number One und ich schwöre euch bei allem, dass es wirklich stimmt. Es war, ich dachte, okay, jetzt, also das ist zu viel. Das ist eins, also das ist ein Glitch in der Matrix und jetzt kommt ein Asteroid und zerstört einfach alles. Und wir sind alle tot. Aber ich habe es überlebt und es war wirklich einer der schönsten Tage und es ist halt total geil, weil tatsächlich weniger Autos unterwegs sind. Viel, viel, viel weniger als sonst, weil die alle umdrehen müssen. Ja, ich habe deine Storys gesehen, die fand ich schon super cool. Ne? Also das auch vom Licht her. Hat mich auch schon wieder gecatcht. Da habe ich gedacht, boah, jetzt wärst du auch so gerne dabei gewesen. Sehr schön. Das ist ein guter Ort. Ich möchte mal auf ein ganz anderes Thema kommen. Ja. Du warst oder du hast ja für Künstler, warst du ja auch mal aktiv. Ja. Oder bist du ab und zu immer noch mal? Du warst ja jetzt auch vor kurzem noch Praktikant im Fotobereich und so. Und dann hast du ja auch irgendwie vergessen, die Speicherkarte bei irgendeinem Künstler damit reinzuknallen. Mit wie vielen Künstlern hast du schon Videos zusammen produziert? Wüsste ich nicht. Also ich bin tatsächlich, also diese ganze Foto-Video, also ich habe letztens was gemerkt. Ich war, wer war denn das? Laura Philipp, genau. Die war nach dem Triathlon letzte Woche hier 2-3 Tage. Und die hat sich One Night in Rio, das Fußballbuch, was ich mit der Nationalmannschaft in Rio gemacht habe, hat die sich angeschaut und da saß ich wieder davor und habe mir gedacht, krass, ich habe mir noch nie auch nur ein Buch von mir durchgeschaut. Also es gibt den Moment nicht, dass ich mich hingesetzt habe und ich sag mal in Erinnerung schwelge oder sowas. Und das ist ja schon absurd. Also ich meine, ich habe 11, 12 Bücher gemacht. Ich habe noch nie, also ich blätter da schon mal so schnell durch, ob alles okay ist. Ja, aber so, dass ich mich wirklich intensiv hinsetze und das konsumiere wie jemand, der dieses Buch sich, also hoffentlich konsumiert jemand das ja so. Und ähnlich geht's mir bei Videos und Fotos oder in der Musik, also in dem Musikbereich, in dem ich gearbeitet habe, da ist es schon echt regelmäßig so, dass ich überrascht bin und völlig vergessen habe, was ich so teilweise gemacht habe. Also letztens kam irgendwas von Seed und dann kommt in einem YouTube-Algorithmus das nächste Video von mir und ich so, ach krass, habe ich komplett vergessen, dass ich da mein Video gemacht habe. Was jetzt, während ich es formuliere, arrogant klingt, aber vor allem der Fall ist, dass ich gar nicht in der Vergangenheit so richtig lebe. Also so, dass ich, weil ich
Also wenn ich eins gelernt habe in den 20 Jahren, das machen, was man so macht, was auch immer es ist, ne? Also da gibt es ja nicht so richtig, ich nenne es Firlefanz und Hanebambelei inzwischen, aber der ganze Quatsch, den man so macht, ist, dass es total egal ist, was du gemacht hast. Sondern nur relevant ist, was das Nächste ist, was du machst. Gerade in Medien, gerade in Podcasts, gerade in, also es ist eben nicht so, dass das für immer bleibt. Habe ich jetzt auch am Wochenende in der Formel 1. Ich bin vor einem Jahr noch, konnte ich da kaum mich frei bewegen, weil ich das Gesicht des einem Kanals war und Leute alle mich erkannt haben. Es dauert genau ein Jahr und niemand weiß mehr, wer du bist. Gar niemand. Also ich habe nicht ein Foto gemacht, nicht ein Mensch hat mich vielleicht aus der Ferne mal bla. Aber so, das geht so schnell, dass das total egal ist, dass man sich auch nicht so viel damit beschäftigen sollte. Und beziehungsweise, jetzt driften wir ein bisschen ab, aber ich habe schon echt immer eine große Angst in mir oder einen großen Antrieb auch, um das zu vermeiden, weil ich viele Leute gesehen habe, die so sehr immer wieder von den alten Zeiten geredet haben. Gerade in meinem Beruf als Fotograf, als Videograf, als, oh, damals, das war so cool wie die Stones und damals als Rammstein noch und damals als was auch immer. Also ich kann jetzt alles abzählen. Ich habe viele Fotografen auch kennengelernt, wo mir schnell klar wurde, so will ich nie enden. Also ich möchte nicht. Und ich habe natürlich viel mehr Potenzial noch, weil so stumpf wie es ist, ich noch viel, also ich meine, es ist jetzt 10 Jahre her, dass dieses Fußballbuch da ist. Ja. Es ist 12 Jahre her, dass ich mit den Toten Hosen in Argentinien war und mit Materia eine Weltreise gemacht habe und so weiter. Das ist schon echt lang her. Also du wirst jetzt Leute finden, die 18 sind und die haben noch nicht mal mitgekriegt, dass Deutschland Weltmeister so richtig geworden ist, mit 8,5 irgendwie. Und den brauche ich nicht wieder zu erzählen. Damals, als ich so tolle Fotos gemacht habe in Rio mit einer Leica M und einem 24er und so, das war für mich schon wichtig, da eher was Cooles. Und das ist auch der Antrieb, warum ich mich so viel verändere. Also tue ich ja schon. Also so, weißt du, so sowohl körperlich als auch inhaltlich, als auch, also ich sage das immer so ein bisschen lapidar, mir wird schnell langweilig. Aber ich habe auch Angst davor, mich zu wiederholen und nur in der Vergangenheit und quasi immer eine Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung und es wird immer langsam weniger und es wird langsam interessieren die Leute, weil also natürlich bist du halt irgendwann, und da war ich schon, irgendwann war ich so ein cooler Typ, der gerne angerufen wurde von den coolen Bands in Deutschland. Aber irgendwann ist es natürlich der nächste, weil die Leute ja wieder einen neuen, freshen, anderen Look haben wollen, den ich eben nicht mehr habe. Und die Wiederholung, wenn jetzt 10 Leute das gleiche Video hatten von Paul, dann braucht der 11. das nicht nochmal, sondern der will dann was anderes, was Neues haben. Und das war für mich schon immer echt ein krasser Antrieb und war übrigens auch, und das ist mir jetzt auch wieder am Wochenende aufgefallen, weil ich also in der Formel 1 habe ich damals sehr, also die Formel 1-Welt sind eigentlich immer Jahresverträge. Also es ist immer, zumindest im Foto-Video-Bereich war das immer saisongebunden. Und dann hat man immer im August angefangen, hey, machen wir nächstes Jahr auch noch zusammen, damit man ein bisschen Planbarkeit drin hatte. Und dann gab es so ein Commitment, dann hat man das nächste Jahr gemacht. Und dann hat man irgendwie sich überlegt, was macht man im nächsten Jahr? Aber nur so ein halbes Jahr, weil im August ging es ja dann schon wieder, ja, ach, wenn es jetzt vorbei ist, dann müssen wir uns ja auch nicht. Also es war so ein komischer Zeitrahmen auch. Und da habe ich sehr hart gekämpft und auch verhandelt, dafür, dass ich einen Zwei-Jahres-Vertrag kriege. Also ich hatte 2 Verträge. Ich hatte einen mit dem Team und einen mit Louis selber, also einen privaten Vertrag sozusagen. Und diese 2 Verträge wollte ich auf 2 Jahre verhandelt haben. Und das war mir wichtig und das war auch echt nicht so einfach. Also es war so, musste ich schon auch 2-3 Mal sagen, sonst mache ich es nicht und musste drohen und so. Und dann haben die aber gesagt, okay, wir machen das. Und das ist uns wichtig. Und du hast auch ein bisschen recht, dass man ein bisschen langfristiger eine Planung von einer Imageveränderung oder sowas hinbekommen kann. Und dann habe ich diesen Vertrag unterschrieben und dann war aber sofort hat bei mir eingekickt, oh fuck, ich versauere in der Formel 1. Das ist für mich Jahr 6 und Jahr 7. Und ich habe sofort totale Angst gekriegt, dass ich quasi außerhalb der Formel 1 gar nicht mehr stattfinde, weil das schon eine ganz schwierige Bubble ist. Du machst relevanten Shit das ganze Jahr und reist so um die Welt und alle wollen immer was von dir und du merkst aber gar nicht, dass
außerhalb der Formel 1 eigentlich niemand irgendwie sich dafür interessiert, dass du da irgendwas noch, also so interessant ist es dann auch nicht. Weißt du? Also es ist auch sehr wiederholend. Und deswegen habe ich für mich, und so ticke ich wirklich immer noch, mir Regeln gestellt und habe gesagt, ich mache jede Woche ein Thema, was nichts zur Formel 1 zu tun hat. Ich fahre in Australien nochmal zu den 12 Aposteln. Ich mache eine Radtour. Also ich habe für mich selbst fest vorgenommen, andere Themen, die nicht Formel 1 sind, für meine Kommunikation, damit ich eben nicht zum Formel 1-Typen versauere. Und daraus kam der Podcast, daraus kamen die Klamotten, daraus kam die Selbstvermarktung, daraus kam irgendwie damals IWC und Leica und was, also so verschiedene Kooperationspartner auch schon. Und das wiederum wurde alles so viel, dass ich nach einem Jahr den Vertrag gekündigt habe, weil das andere so groß wurde. Wie wir da jetzt hingekommen sind in der komischen Schleife ist, die Frage war, mit welchen Bands habe ich gearbeitet? Die Antwort ist, ich weiß es nicht mehr so richtig, weil ich aber auch nicht so viel mich vielleicht auch auf Lorbeeren ausruhen will, weil ich hart auch gelernt und gemerkt habe, dass die Lorbeeren reichlich egal sind. Und also guck dir jeden Sportler an, wie egal das ist, ob die vor 4 Jahren deutscher Meister geworden sind oder in was auch immer so. Das ist echt ein Faktor ist. Es ist total egal, was du vor 4 Jahren gemacht hast. Du musst jetzt irgendwie interessanten Kram machen. Aber ist das nicht auch so ein Hamsterrad? Ja, hundertprozentig. Also so der das natürlich, aber also gleichzeitig ist es ja auch, also das Leben, was ich führe, ist ja wirklich ein sehr freies, selbstbestimmtes, glückliches Leben. So, ich kann, also das ist jetzt mein einziger Termin heute, ne? So, ich und dann jetzt, kommst du noch zu spät. Ja, dann komme ich auch noch zu spät. Ich muss die Kinder wegbringen. Ich bringe den einzigen Joker, den ich hatte. Ich muss eins der Kinder, wollte nicht Fahrrad fahren zur Schule, weil es ein bisschen kalt war heute Morgen. Das ist schon, ich empfinde es schon als krasse, also ich habe unfassbar viel Glück gehabt, dass das so ist, wie es ist, vor allem im Timing-Sachen. Also weil ich halt zur richtigen Zeit da an diesen richtigen Orten rumstand und das ist nicht, weil ich das gewusst habe, sondern weil ich einfach nur Glück gehabt habe. Und nach wie vor ist es ja so, dass auf jede Sache, die ich so mache, meines Erachtens halt, und da kommt jetzt der Kapitalist oder weiß auch gar nicht, was der Fachbegriff dafür ist, aber die Marktwirtschaft funktioniert. Also auf jeden Job, den ich gemacht habe in den letzten 15 Jahren, kommen, glaube ich, 1 Million Fotografen weltweit, die das gerne gemacht hätten oder eben auch die Veränderungen, die gerne gemacht hätten oder die Klamotten oder den Podcast oder die vermarktete Zusammenarbeit mit Rügenwalder Mühle oder einen Goldzahn oder whatever it is. Und wenn man da in so ein Haifischbecken reingeht, finde ich, dann darf man sich nicht mehr beschweren über das Haifischbecken. Also, dass da Haie drin sind, das wusste ich. Und dass ich in einen Bereich gehe, in dem eben eine große Konkurrenz herrscht, war mir immer klar und war mir auch immer sehr bewusst. Und das kombiniert mit der Tatsache, und das ist eigentlich eher so das, was mich ja auch ein bisschen weggeschoben hat aus der Foto-Video-Welt, die ich ja wirklich fast gar nicht mehr mache, sondern nur für meine eigenen Projekte so ein bisschen, war dann doch auch eine Austauschbarkeit. Und so ehrlich muss man halt schon auch sein, dass jetzt, also in der Formel 1 bin ich ja weggegangen. Ist jetzt nicht so, dass die keine Fotos mehr hätten. Weißt du? Also so toll war das jetzt auch nicht, was ich da gemacht habe. So viel besser, anders, was auch immer. 0,0. Es ist genauso. Also da kommt einfach der Nächste, der macht was Ähnliches, den briefst du sauber und dann macht er genau die gleiche Qualität zu dem, was ich da gemacht habe. Also es ist eben nicht ganz außergewöhnlich, sondern es ist eine sehr austauschbare Dienstleistung. Und wenn man das relativ klar weiß, dann bin ich zumindest sehr, sehr glücklich damit, dass dieses Hamsterrad ich ja schon auch auswählen kann, in ob es mal dann vielleicht auch, also um in der Welt zu bleiben, es gibt ja schon auch andere Tiere dann. Also so, ich suche mir ja dann andere Tiere. Es wird dann halt ein Katzenrad und dann wird es mal ein Leopardenrad oder ein Katzenrad. Ist eigentlich das Richtige, ja, damit parieren und so weiter. Aber also gleichzeitig, und das muss ich schon auch sagen, also ich bin an so einem Punkt, wo ich so für mich schon auch bewusst, ich sag schon auch relativ viel ab. Mhm. Also es ist jetzt, wenn ich da nicht so richtig Lust drauf habe, dann mache ich es tatsächlich nicht. Das
beantworte ich mir selber damit, dass ich, dass auch Markenpflege nicht alles mitmacht, also weißt du, ein bisschen rar machen auch oder was auch immer, ist aber eigentlich gelogen, sondern ich habe da einfach keine Lust drauf. Und das wiederum führt natürlich schon dazu, dass es sich 0,0 wie Arbeit anfühlt, was ich hier seit 5, 6, 7, 8 Jahren mache, sondern tatsächlich einfach wie ein Pipi-Langstrumpf-Leben irgendwas machen und dass ich davon leben kann und dass ich das so, und das ist schon so, also vielleicht bin ich aber heute auch ein bisschen weird drauf, weil ich halt aus so einem Wochenende zurückkomme, wo ich vor, also 2019 habe ich aufgehört in der Formel 1. Da war ich, da habe ich eine Summe X bekommen dafür, dass ich 19 Rennen im Jahr um die Welt geflogen bin und für das Mercedes-Team und Lewis Hamilton und Valtteri Bottas die Fotos und Videos gemacht habe, für deren Kanäle. Und alle sind natürlich jetzt, ich habe das Gespräch 500 Mal geführt am Wochenende, so hey, wie läuft's jetzt bei dir, was machst du jetzt so? Und ich sage ja immer das Gleiche, ich sage, naja, mir hören jetzt nur noch 0,01% zu bei dem, was ich so sage, aber ich rede nur noch über mich selber, nur noch. Also es ist nur noch meine Geschichte, ich mache einen Marathon und rede darüber. Ich rede überhaupt gar nicht mehr über andere. Ich bin kein Dienstleister mehr für andere und auch die Marken. Also wenn du Schwalbe als großartigen Reifenhersteller siehst, ich rede ja über was Schwalbe und ich uns gemeinsam ausdenken und nicht, hier ist der beste Reifen, der er ist, aber also weißt du, was ich meine? Das ist tatsächlich, das hat sich inhaltlich total verändert, ist viel, viel irrelevanter geworden, aber ist halt meine Geschichte geworden und das ist schon auch interessant und war nicht einfach. Also so und da musste man natürlich auch diese Veränderungen hinzubekommen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. So, wenn ich jetzt aus dem Wochenende zurückkomme. Weil das natürlich schon auch, natürlich sind da auch externe Faktoren. Jetzt habe ich so leichtes Reden, in der Vergangenheit haben ja alle leichtes Reden. Covid war halt so, dass die Formel 1 auch weg war. Ne? Also so, ich habe diese Kündigung, von der ich vorhin gesprochen habe, die ist ein Dreivierteljahr vor der nicht existierenden Saison passiert. Ne? Also so, da hatte ich halt einen Headstart allen anderen gegenüber. Und das Glück des Mutigen oder sowas kommt da dann schon auch noch mit rein. Aber also ich bin an einem total guten Punkt jetzt gerade und ich muss schon auch, ich kann tatsächlich aus vollem Herzen, und das tue ich gerade die nächsten 3, 4 Wochen, hinterfragen, will ich das, also hier an meiner Wand, da stehen, ich glaube im Moment 13 Sachen oder sowas, da stehen 6 große eigene Projekte, da stehen 6 oder 7 große Kooperationsjahrespartner, die alle am Start sind. Und da stehen noch Produktkooperationen. Also ich mache ja, das sind so die 3 Sachen, die ich mache. Also so One-Offs sind, Paultaschen sind, irgendwelche, keine Ahnung, kleinen Sachen. Und unter uns, da standen 9 Kooperationspartner vor 3 Monaten und ich habe 2 aktiv abgesagt, weil ich das nicht mehr wollte. Und das ist sehr, 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 sehr befriedigend tatsächlich, wenn man selbst das bestimmen kann, weil dadurch die und der Hauptfaktor übrigens für Absagen sind die handelnden Personen. Also es ist gar nicht der Inhalt, sondern ich habe mir inzwischen total rausgenommen, wenn ich mit den Leuten nicht mehr so richtig klicke und nicht so und kombiniert damit nicht so das Gefühl habe, denen wirklich helfen zu können. Und und das ist halt so, also ich kann auch offen reden, zum Beispiel IWC mache ich jetzt nicht mehr, weil die immer teurere Uhren auch haben und ich nicht das Gefühl hatte, dass ich denen wirklich noch helfen kann mit dem, was ich tue. Und die wollten weitermachen. Also es war überhaupt gar nicht so, dass die waren total, hey, was? Was soll das? Und die waren total überrascht davon. Übrigens genauso überrascht wie Toto Wolff, als ich ihm gesagt habe, ich höre hier auf in der Formel 1, nachdem ich davor diesen 2-Jahres-Vertrag verhandelt habe und dann ankomme und sage, aber es irgendwie erfüllt es mich nicht mehr. Trotzdem ist diese Veränderung und klar und bewusst eben nicht alles mitzunehmen, was man mitnehmen kann, weil es gerade so geht und auch nicht, weil es halt irgendwie ein großer Kunde ist oder auch das IWC ist ein super Kunde in Summe. Also weißt du, es ist eine sensationelle Marke. Aber wenn ich das nicht so richtig fühle und mir denke so, oh, ich habe das jetzt 4 Jahre gemacht, ich habe wirklich viel mit euch gemacht und die bleiben ja auch Freunde und so und die handelnden Personen, da war einer in Elternzeit 7 Monate. In den 7 Monaten sind halt nicht so coole Projekte rausgekommen.
weil das total relevant ist, wer auf der anderen Seite arbeitet. Dass der versteht, was ich so mache, dass wir uns verstehen. So blöd wie es ist, wenn wir jetzt hier über, guck mal, das ist ein cooles Foto reden, dann ist es emotionale Einschätzung von solchen Sachen. Und ja, und das alles führt aber dazu, dass ich diese Wand tatsächlich aktiv gestalten kann. Dass ich überhaupt in der Position bin, ja, nein, hinterfragen will ich. Und das tue ich wirklich ganz schön viel. Also selbst die Klamotten, die inzwischen so groß sind, dass das echt fast schon so ein schweres Schiff geworden ist, teilweise, hinterfrage ich trotzdem, so will ich das nächstes Jahr noch machen? Und dann entscheide ich es bewusst, ja, ich will es nächstes Jahr noch machen. Und dann kann ich mich auch intensiv drum kümmern. Und dann geht's auch rund. Aber so in dieser Phase bin ich eigentlich immer im November. Dahinter frage ich immer relativ viel für nächstes Jahr, was will ich denn so machen. Ja, Partner, der Mensch, der dahinter steckt, die sind, ja, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wenn da kein Verständnis, also was heißt Verständnis, wenn da eine Kommunikation einfach nicht so funzt oder stattfinden kann, so wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, dann ist es an der Zeit, dass man dann sagt, du, alles cool irgendwie, aber ich bin dann nicht mehr mit euch am Start. Finde ich natürlich auch sehr geil. Also ich höre dir halt immer sehr, sehr gerne zu, Paul, bei vielen Podcasts und Stories, die du erzählst. Ich finde halt dieser aktualisierende Fokus, den du hast auf dein eigenes Bewusstsein, der lässt halt immer wieder mal überlegen, ne? Identifiziere ich mich damit? Stimme ich damit noch selbst überein? Ich finde, das fesselt dann auch. Ne? Man überlegt und hinterfragt man sich auch selber in so seinem eigenen Handeln. Ne? Oh, wie lebe ich jetzt gerade? Ne? Führen die Handlungsschritte, die ich jetzt gerade so habe, so zu dem, wie ich es gerne hätte, wie ich es mir vorstelle oder vielleicht dann doch anders, was vielleicht besser ist oder nicht so ist? Ne? Finde ich ganz cool. Also ich kenne es halt von den ersten Storys halt, von dem sportlichen, also ein sportliches Bewusstsein alleine. Ne? Hier nochmal zurück zum Laufen. Hast ein kleines Team aufgestellt, wo ihr euch dann ja gegenseitig getrackt habt in dem Sinne. Oh, wie ist denn jetzt euer Recovery auch? Ne? So nach das eigene Bewusstsein einfach nochmal klar zu haben. Ne? Finde ich super geil. Aber auch super anstrengend. Ne? Ja, aber es ist ja schon auch, also es ist ja auch wirklich krass absurd, finde ich. Also ich versuche es jetzt erstmal, also wirklich ehrlich, ist es natürlich, bin ich da sau stolz drauf, dass ich 3:39 gelaufen bin und bin so, und da wäre vielleicht noch 3-4 weitere Minuten drin gewesen, wenn wir nicht so was auch immer, aber wir haben es gemeinsam. Wir haben es als 3 Leute, verabreden sich ein halbes Jahr davor oder 5 Monate davor und sagen, wir wollen unter 4 laufen, wir laufen 20 Minuten unter 4. Finde ich total abgefahren, dass ein 42-jähriger Körper da fähig ist zu. Und fairerweise muss man ja auch sagen, die anderen beiden waren 20 Jahre jünger, ne? Also dementsprechend war ich da schon auch, hatte ich schon auch Angst vor und bin total fassungslos darüber, wie viel möglich ist. Also total krass, finde ich, wie viel möglich ist, wenn man sich das richtig vornimmt und ernsthaft rangeht. Gleichzeitig ist es aber auch jetzt schon egal und das ist 3 Wochen her, ne? Also so, das zählt jetzt schon gar nichts mehr. Es ist, also wir haben jetzt ein bisschen drüber geredet, aber ja auch nicht eine Stunde lang drüber geredet, weil so richtig interessiert die Leute, also die Leute sagen dann, okay, das ist, die honorieren das auch, finde ich, aber dann wollen sie entweder selbst was in sich verändern, glaube ich, und daraus was ziehen, da kann man schon ein bisschen drüber reden, aber das ist ein echtes Interesse, ich glaube, das ist jetzt befriedigt, wie Paul den Berlin-Marathon gelaufen ist und jetzt interessiert es auch tatsächlich gar niemanden mehr. Und das, finde ich, halt ist auch eine Realität und die finde ich auch schön und die finde ich auch total befriedigend da drin, dass ich mir jetzt irgendwie für mich überlege, was mache ich jetzt als nächstes? Mache ich jetzt einen Ironman? Will ich nochmal beim Radfahren andere Sachen machen? Weißt du, also so, ich saß mit Valtteri Bottas zusammen am Samstag und der hat mich zu seinem Gravel Race in Lahti im Mittsommer, was total geil klingt, weißt du, also so am längsten Tag in Nordfinnland, wo irgendwie die Sonne nur eine Stunde untergeht, ein super langes Gravel Race zu machen, finde ich, klingt total geil. Und das ist 7 Monate weg und das ist ein perfekter Zeitraum, um darauf quasi Fokus zu legen und sich darauf vorzubereiten und dieses Abenteuer dann ernstzunehmend anzugehen und dann dort zu erleben. Und
Dementsprechend, und so ist mein ganzes Leben eigentlich gewesen, die letzten 15 Jahre. Hast du Bock auf ein 24-Stunden-Rennen mit uns? Gerade am Ring, oder was? Nee, in ist Duisburg, hier mitten im Pott quasi, genau. Das ist auch so eine MTB-Geschichte tatsächlich, geht halt auch wann 24 denn? Stunden. 1. August-Wochenende ist das immer. Ist die Geschichte in Dänemark Invitation only? Nee, gar nicht. Cool. Das, in Finnland ist das aber. Sehr gut. Ich habe immer Hochzeitstag am 13. Wann ist es denn im August? Erstes Wochenende. Okay. Zweiter, dritter. Also sofort erster, dritter, vierter, fünfter. Genau. Ich trage mir mal ein. Ja. Also 24-Stunden-Rennen klingt auch total geil. Also so, es gibt auch irgendwo einen Rad am Ring. Ja. Da war ich auf jeden Fall mit dieses Jahr. Da habe ich mich angemeldet. Das klang so geil als Staffel, dass man quasi gemeinsam irgendwie 24 Stunden sind auf Nürburgring fährt. Das finde ich auch extrem gut. Mittlerweile auch. Und ich bin vor Ort und mache so ein bisschen den Mechaniker, den Betreuer und so. Na, also du musst dir das halt so vorstellen, du fährst da wirklich so durch ein ehemaliges Stahlwerksgelände, was dann auch schön aufgemacht ist, so ein bisschen verwittert, ne? Schön beleuchtet und allem, und dann fährst du halt wirklich, ne, durch die Nacht dann durch, ne? Und überall stehen dann die Menschen, das ist ein richtig geiles Feeling. Und du ballerst dann. Also fährt man abends los und hört dann abends wieder auf, oder? Fährst von quasi 12 Uhr mittags samstags bis 12 Uhr mittags sonntags. Das sind harte 8 Stunden, dann so um 2 wird es hart, glaube ich. Es kommt aber darauf an, welches Team du halt fährst. Also wir sind immer im Viererteam gefahren, dann hast du ungefähr eigentlich immer so mehr als 2,5 Stunden eigentlich immer Pause, wenn du zwei Runden am Stück fährst. Wir wollten es dieses Jahr als Zweierteam machen, es hat nicht so ganz geklappt. Christoph ein bisschen lang gemacht hat in der zweiten Runde. Nicht freiwillig. Ja, unfreiwillig leider. Aber dann wäre es natürlich schon nochmal eine ordentliche Herausforderung gewesen. Ne? Und das war eigentlich auch so ein bisschen das Ziel, was wir angehen wollten. Aber an sich ist das man kann sich das so einteilen, wie man möchte. Also fährst du Zweierteam, hast du recht anspruchsvoll. Fährst du Viererteam, hast du es eigentlich ein bisschen lockerer. Und wenn du Achterteam bist, dann... Bist du krank, fährst du solo. also jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ich sehe hier 4 geile Jungs irgendwie, die das eigentlich machen. Das stimmt wohl. Total. Kevin fährt wahrscheinlich alleine eigentlich, aber wie ich Kevin kenne. Aber wärst du auch bereit, in die Niederungen von uns runterzusteigen? Selbstverständlich. Oh, gründen wir hier gerade so ein Paris-Supplé 24-Stunden-Premium. Das gründet sich gerade, genau. Oh, ich kriege gerade Gänsehaut hier. Also. Klingt gut. Reifen bringe ich schon mal mit. Was für ein Terrain ist es denn? Ein Fest. Sehr gut. Was für ein Terrain ist es denn? Also ist es Mountainbike? Ja, also wobei du kannst mit Cross-Country, du kannst aber mittlerweile auch mit dem Gravel fahren. Also die haben das mittlerweile auch so aufgeweicht, das Reglement, dass du jetzt aber im Gravel fahren kannst. Es ist aber, glaube ich, schon angenehmer, wenn du irgendwie mit dem Mountainbike fährst. Das müsste ich mir noch besorgen, aber... Das kriegen wir für dich, oder? Das kriegen wir alles hin, das ist kein Problem. Also Fahrräder kriegen wir her. Also der Vertriebler kriegt das schon hier hin. Genau. Ja, cool. Kevin, ich glaube, du hast vorher nochmal aufgezeigt. Du wolltest noch was sagen. Genau, also letztes Mal, als wir zusammengekommen sind, hatte ich schon im Off angekündigt, ich habe so ein paar Hot-Takes, und das hatte sich eigentlich gerade ganz angeboten. Mir ist das Beispiel gekommen, ohne jetzt diesen Menschen irgendwie angreifen zu wollen, aber mit sich wiederholen und was ist das Nächste, was überhaupt interessant ist, hatte ich auch gesagt, dass ich so langsam den Eindruck hatte, dass Jonas Deichmann, was will der eigentlich noch machen mit nach seinem Triathlon um die Welt? So, was ist das Nächste? Was ist das nächste Packende, was er irgendwie machen kann? Da muss ich gerade so ein bisschen dran denken, als du das gesagt hast, Paul, mit was ist das nächste Interessante, was man irgendwie machen kann? Und das hatte ich den Jungs letzte Mal auch schon gesagt. Ich habe das nicht zu Ende gedacht, nur das war irgendwie so ein Eindruck, den ich hatte. Das ist auch bei ihm, was ist die nächste Challenge, wo jemand sagen würde, ey, da will ich noch in einem Jahr drüber reden, und weiß nicht. Also ich weiß, was er als nächstes macht. Das ist ganz geil. Okay. Dann also es ist tatsächlich gespannt. So, dass es, also ich darf es noch nicht sagen, aber es ist tatsächlich real. Aha. So, und ich glaube aber schon, dass, also ich teile deinen, also ich finde es krass, wie jetzt so die letzten
40 Tage, 50 Tage. Also es ist natürlich wirklich schwer noch, und ich mag den ja wirklich sehr, aber jeden Tag für sich zu sagen, ja gut, das ist halt jetzt das exakt gleiche, die letzten 40 Tage. Und ob du in Pennsylvania bärtig durch die Gegend schlawinerst oder in, also es ist auch nicht mehr nachvollziehbar, ob jetzt Kansas City oder was auch immer irgendwo ist. Und das ist natürlich ein Teil des schwierigen Storytellings, dass diese großen Sachen, glaube ich, irgendwann schwierig werden. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass ich glaube, dass der, also wenn er eins ist, dann ist er ja smart. Also habe ich ihn zumindest wahrgenommen. Und ich glaube schon auch, dass er diese Amerika-Nummer nicht ganz unbewusst macht, um ein amerikanisches Thema für Vorträge zu haben, zum Beispiel. Also, und da holt er mich wieder total ab, finde ich, dass du mit einem Triathlon um die Welt-Vortrag, der überall ist, nur nicht in Amerika, weil er da nicht in Amerika war, gegebenenfalls Amerikaner nicht so emotional ansprechen kannst, wie mit der simpelsten aller simplen amerikanischen Geschichte. Ich bin Coast to Coast erst mit dem Rad hingefahren, zurückgelaufen. Super klar, simpel. Damit kriegt er jeden Amerikaner. Jeder versteht sofort, was passiert da. Und dann kommt da, glaube ich, eher dass er, und da also ich weiß nicht, da kann ich nur mich selbst reininterpretieren in das, was da vielleicht so ist, dass, und also ich hatte teilweise das Gefühl, dass er so ein bisschen ähnlich auch war, dass er dann so sagt, naja, ich muss mir das aber auch verdienen. Also weißt du, so das ist dann schon auch, dazu gehört halt eben, ich weiß nicht, wie viele Tage hat er zurückgebraucht, 100? Mhm. 80? Ich weiß es nicht. Also eine absurde Zahl, die ja, und das muss man ja fairerweise sagen, als normal denkender Mensch kann man ja auch sagen, ja, du kannst aber jetzt auch, also wenn du jetzt 20 Tage in Folge einen Ultramarathon läufst, dann ist das, also es ist ja schon Kosten-Nutzen ganz schön viel, was dann da ist. Und den Vortrag könnte man ja schon auch machen, wenn du zur Hälfte Fahrrad gefahren wärst und bei der Hälfte bist du abgestiegen und bist dann mit dem Rad gefahren und so weiter. Und das ist aber, ich glaube, da tickt der schon auch so, dass er, und da holt er mich total ab, da fühle ich mich total ab, also wirklich auch verstanden, dass es, wenn man es richtig macht, viel mehr wert ist. Also dass es für sich selbst auch, weil natürlich ist die Geschichte tighter mit dem Fahrrad hin, zu Fuß zurück, Punkt. Das ist super clean und klar, idea first, und dann nur noch Umsetzung. Und das finde ich dann schon auch so, dass das... aber ja, also bin auch voll bei dir, Kevin, weil ich mich genau das auch die ganze Zeit gefragt habe, wie erzählt man die Geschichte noch interessant, wenn sie so wiederholend ist und wenn sie so gleich ist, und wie bekommt man da auch einen... Und also ich glaube aber schon, dass er... Also ich bin gespannt, wie dieses Buch wird, ne? Also ich meine, es ist ja auf Spiegel Bestseller 1, bevor es überhaupt raus ist, so habe ich jetzt gesehen. Das ist ja schon faszinierend, und das ist ja schon auch... Das muss man ja schon auch ehrlicherweise sagen. Ich glaube, das ist ja sehr viel näher an, also als ich jung war, noch 81 geboren, da war in der Stadthalle Heidelberg, gab es immer so Dia-Vorträge. Mhm. Also so richtig eine Reise mit dem Expeditionsschiff an den Nordpol, und irgendjemand anders hat was auch immer gemacht. Und ich habe so das Gefühl, dass Jonas Deichmann eigentlich eher die Fortführung von sowas ist. Weißt du, also von inspirierenden einzelnen Abenteuern, die er, also früher war Reinhold Messner immer in der Stadthalle und hat davon erzählt, wie er halt den K2 bestiegen hat. Und das ist quasi eine 2023-Version davon. Auf Insta. Davon. Der ja, auf Insta kombiniert genau. Mit, ja, aber auch hinten raus dann. Also weißt du, so der hat ja dann hinten raus und gar nicht so sportliche Leute. Weißt du, also ich glaube, dass dessen Audience gar nicht mal mehr so Typen, jetzt bezeichne ich uns als Sportliche, aber wir sind ja schon, also wir wissen ja schon rennradmäßig, was auch immer, was passiert so zwischendrin. Aber dass quasi eher wirklich Leute, die sich inspirieren lassen wollen mit was so möglich ist, und das tut er wirklich beeindruckend gut, finde ich. Und das ist dann da auch wieder ein anderer Weg. Aber es ist total interessant und total faszinierend, das zu sehen. Und es ist ja gleichzeitig auch, und da gibt es schon auch noch 8 weitere von diesem Schlag, ne? Also so, es ist ja, es gibt ja nicht nur einen Jonas, also der ist schon der krasseste gegebenenfalls, aber es gibt ja ungefähr 200, die so ähnliche Sachen machen, und es ist total faszinierend, warum wird der eine größer als der andere? Und also so, ich gucke mir das so an, als ich, für mich, ich bin ja nur Zuschauer dabei,
und finde es total interessant, das zu sehen, wem mehr Leute zuhören und wem weniger Leute zuhören. Das ist ja schon auch so. Also weißt du, es gibt ja wirklich einfach Leute, die kriegen das hin, dass Leute dann inspiriert sind davon. Ich glaube, das kriegt Jonas. Also Jonas ist schon jemand, also der hat mich auch innerhalb von 5 Minuten sofort gelesen und wusste sofort, wie er mich aktiviert für irgendeine dumme Idee für nächstes Jahr. Weißt du? Also so, der ist schon so ein mitreißender, krasser Typ. Und also schon beeindruckend. Was habt ihr denn vor nächstes Jahr? Ich höre genau zu. Das soll er schon erzählen. Das ist ja seine, seine Baustelle und er kann releasen. Ja, wenn er dann jetzt die letzten 40 Tage durchgelaufen ist, man hat ja vom Papa die Handynummer und dann kann man ihn ja mal wieder hier schön in unseren Podcast einladen. Total. Er war ja schon mal hier. Das ist auch eine, also ich glaube schon, dass er... Also wie lange ist er denn jetzt noch unterwegs? Ich glaube, in 10 Tagen ist er, müsste doch jetzt in New York ankommen. Ne? Also die letzte Großstadt hat er jetzt vor New York. Pittsburgh war er jetzt, glaube ich. Und da ist nicht mehr viel. Hey, und ich bleibe, also ich denke da schon oft, also ich meine, das ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr her gefühlt, als ich mit dem da irgendwie einen Tag unterwegs war. Und ich muss wirklich sagen, dass... Und also Kevin, ich will dich da nicht vergleichen mit, aber du weißt ja, wie oft ich auch gesagt habe, dass ich das so geil fand, wie du hier aufgetaucht bist und irgendwie was gelebt hast, was eine ganz simple, klare Sache ist, nämlich, warum denn eigentlich nicht? Also weißt du, so gar nicht so, also ich meine, du bist mit 230 Euro, hast du eine Woche Radtour durch Kalifornien gemacht und so weiter und ganz viele Leute nehmen sich ja, das ist viel zu teuer, das ist viel zu aufwendig, ich brauche halt ein Auto, ich brauche was auch immer und nee, brauchst, also guck dir das an. Es ist eben, also so, es ist viel mehr möglich, wenn man gegebenenfalls auch ein bisschen bereit ist, 1-2 Kompromisse einzugehen und auch mal am Wegesrand zu schlafen und so. Aber jetzt so völlig wahnsinnig ist es ja auch nicht. Die Idee mag für viele Leute sehr out of their comfort zone sein, aber gegebenenfalls kann man das ja schon machen. Und das hat mich schon bis heute auch total geprägt, wie ich da mit Jonas saß, ich irgendwann da und dann war irgendein Feuer und dann hat er gesagt, ja, die nächsten 60 Kilometer muss ich am Highway laufen und ich habe mein Handy gezückt und habe die ganze Zeit, ich habe gesagt, Jonas, du kannst nicht joggen gehen auf einer Autobahn. Das geht nicht. Weißt du, also aber ich muss ja dahin. Also so, es gibt keinen anderen Weg. Ich habe ja gar keine andere Wahl. Und es war total inspirierend zu sehen, dass ich die ganze Zeit, ich habe dann ganz viel gegoogelt, um Recht zu haben. Also so, ich wollte ganz doll ihm zeigen, guck mal, das geht nicht. Weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Weil ich für mich, und ich wollte ihn dann total überzeugen, dass ich Recht habe. Und dass ich als Paul ihm davor bewahre, das zu machen. Und er hat das überhaupt gar nicht zugelassen. Er war so die ganze Zeit, Paul, ist mir total egal, was du googelst, mir egal, was die Regeln sind. Ich habe ja gar keine andere Wahl. Ich will nach New York laufen und da muss ich halt jetzt hier über die Autobahn. Und ich war derjenige mit den totalen Scheuklappen und mit den totalen Grenzen und das war total geil. Natürlich ist er einfach gelaufen, natürlich ist nichts passiert. Natürlich kamen irgendwelche Polizisten, glaube ich, und haben gesagt, hey, Sie können hier nicht. Und er sagt, ja, aber ich muss aber. Und dann zeigt er ihnen 2 Sachen. Und ich finde es total bereichernd für mein Leben gewesen, dass er dann selbst Polizisten schafft zu überzeugen, dass sie ihn nicht einsammeln. Ne? Also so, die wollen ja dann sagen, du gehst jetzt hier rein. Vor allem die amerikanischen Cops. Hackt's oder was? Also man denkt sich so, ich hätte Angst, erschossen zu werden. Weißt du, also so ich würde sofort, ja klar, natürlich. Und der Typ kriegt es hin mit wirklich jetzt nicht essentiell sehr gutem Englisch, sondern wirklich, also das kann man sich schon auch, das ist aber total charmant, kriegt er das hin, dass die sagen, okay, dann fahren wir aber jetzt wenigstens neben dir die nächsten 10 Kilometer, damit dir nichts passiert dabei. Geil. Und bringen dich dahin, weil er transportiert bekommen hat, dass ihm das wichtig ist und dass er, selbst wenn sie ihn jetzt einsammeln würden, er wieder zurückgehen würde, weil er das laufen muss. Das ist sein Ziel und er wird sich nicht daran, weil er jetzt hier gerade was, er riskiert ja nur sein eigenes Leben gefühlt und ist nicht, und das fand ich echt beeindruckend und bereichernd und habe ich oft drüber nachgedacht, was eben möglich ist, wenn man gegebenenfalls eben nicht das Problem sucht, sondern einfach gar nicht hinterfragt, dass das jetzt das Richtige ist. Und das ist ja die pure Definition des Sportes, weswegen wir ja auch alle eine gemeinsame Liebe zum Fahrradfahren oder zum, weil ja einfach ganz, ganz, ganz viel möglich ist,
wenn man es nur zulässt zwischendrin. Also ich meine, und also, und ich muss schon auch sagen, und dann hören wir da mal auf, ich bin ja auch ein bisschen mitgelaufen mit dem. Das ist gar nicht so wahnsinnig, ne? Also so, wenn du das ein bisschen aufbröselst, wie natürlich ist es zutiefst beeindruckend, die Intensität und immer wieder und immer wieder, aber der läuft ja eben nicht am Limit, der läuft ja auch nicht, der timet sich das gut ein, der ist zwischendrin, der hat zwei, drei Sachen, die völlig out of, also wir sitzen abends dann da, essen und dann sagt er, oh, guck mal, an meinem Knöchel, barfuß, sitzt der in der Wüste, guck mal, ein Skorpion an meinem Knöchel. Und ich denke mir, und da ist meine Grenze, Bro. ich gehe in mein Auto und komme da nicht mehr raus und schlaf da und schreie. Da haben wir unterschiedliche Definitionen. Trotzdem, der Rest ist ja schon so, dass jeder von uns da eine Stunde mitlaufen könnte. Easy, wirklich, voll okay. Das ist nicht wahnsinnig Ironman-Level an Tempo, was nicht vorstellbar ist und wo wir alle uns einliefern würden am Ende des Tages, sondern das ist schlau gemachtes an der Grenze der Leistungsfähigkeit. Und das ist wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend, was halt einfach möglich ist. Und dementsprechend, ja, also wir alle fünf könnten uns das auch vornehmen und würden es auch schaffen. Und das sage ich nur so, weil ich es gesehen habe an Jonas. Mhm. Und also von einem Jahr, bevor ich den kannte, hätte ich nicht gesagt, komm, lass uns von New York nach L.A. laufen. Also, weißt du, schon krass. Wir hatten jetzt auch mal vor kurzem noch eine junge Dame drin, die Elena. Und die Elena ist von Vancouver Elena. Elena. Nicht Elena, ist, immer noch Ellen. Meine Güte. Ellen. Ellen! So. die Ellen ist von Vancouver runter nach bei dir um die Ecke da unten runter. Und die junge Frau hat mich eigentlich auch in einer Aussage gepackt. Und das war einfach, ja, ich habe mir dann das Fahrrad geholt und bin dann einfach rübergeflogen. Von heute auf morgen. Einfach, ich habe sie gefragt. Ich so, was ging dir denn da durch den Kopf in dem Flug? Da sagt sie nur so, ja, eigentlich gar nicht. Ich habe mich einfach nur darauf gefreut, dass ich das mache. So, und so welche Leute finde ich halt einfach so, wow, okay, ich lebe ja hier auch in diesem kleinen Kaff Castrop Rauxel, aber das ist jetzt nochmal eine andere Anekdote dazu. Aber ich finde sowas immer faszinierend. Und wo Jonas bei uns auch bei uns im Podcast war, irgendwie halt, der hat ja uns da erzählt, irgendwie halt, ja, ich muss ja halt essen, ne? Und dann habe ich da gegessen und dann lag ich im Straßengraben, wollte pennen und habe mir alles ausgekotzt, weil das Essen schlecht war. Ja, war dem egal. Dann habe ich wieder was. Naja, der hat schon auch, also ich fand das Lustigste bei mir im Podcast war, irgendwann hat er gesagt, ja, sind ja alles nur Grenzen im Kopf. Also es sind ja keine körperlichen Belastungen, sondern das sind alles nur Sachen, die im Kopf sind. Und ich habe gesagt, ja, wirklich? Und wo warst du am schwierigsten? Ja, mit einer Lebensvergiftung in der Sahara-Wüste und so weiter. Ich so, das ist schon eher was Körperliches, mein Freund. Und nicht, da geht es nicht um den Kopf, sondern das ist die Definition einer körperlichen Grenze, ist eine Lebensmittelvergiftung, Bro. Aber das, was du draus machst, wahrscheinlich auf eine Art. Ja. Ja. Interessant. Er besiegt den Körper durch seinen Geist, ja. Aber fair enough, er. Hast du noch einen Hot Take, Kevin? Genau. Eigentlich? Oh, jetzt. Oh, jetzt. Jetzt, Kevin, bist du gefordert. Komm. Jetzt muss ich nachdenken. Aber Paul, ich übernehme mal kurz. Mach mal. 2024 steht an. So, was sind deine Ziele? Also ich habe gehört oder gelesen, dass sie dich jetzt zum Ironman irgendwie herausgefordert haben. Ja. Machst du es? Ich werde eine Langdistanz machen, ja. Also ich werde das aber anders machen. Wir machen eine Challenge grün, haben wir uns überlegt. Es gibt einen Ort, der so ähnlich wie rot falsch geschrieben wird, wird halt grün falsch geschrieben. Das ist in Bayern, K-R-Ü-N, finde ich das Lustigste der Welt. Und da machen wir einfach nur ein paar Kumpels. Und ich will gar nicht negativ sein. Ich glaube, dass das, also so Langdistanz-Triathlon ist ja, finde ich, schon eine faszinierende Sache. So. Und ich muss aber sagen, dass du, glaube ich, auch ein spezieller Typ sein musst, wenn du das kompetitiv betreibst. Also musst ja sehr viel trainieren, verbringst sehr viel Zeit alleine. Ich glaube, das macht auch was mit einem. Also so Triathleten, denen sind schon Regeln sehr, sehr wichtig. Wenn ich eins bin, dann bin ich ein Regelbrecher. Also so blöd, wie es ist, weißt du? Also so dementsprechend kam ich da jetzt auch nicht so
gut mit allen Triathleten zurecht, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so my cup of tea. Und dementsprechend machen wir einen Triathlon ohne Triathleten, ohne andere Triathleten, sondern nur mit Freunden. Und es gibt keine einzige Regel, sondern es gibt auch keinen Wettbewerb. Also so, wir schwimmen gemeinsam, alle warten, bis der letzte Schwimmer da ist. Dann fahren wir Fahrrad gemeinsam und alle warten, bis der letzte Fahrradfahrer da ist. Und jeder kann da auch mitfahren, wenn jemand nur Fahrrad fahren will und mit einem E-Bike mitfahren will, ist mir das auch wurscht. Und wir haben eine einzige Regel gibt's, und das ist eine Mittagspause, die ist gezwungen. Eine Stunde in einer wunderschönen Hütte kehren wir ein und alle müssen einkehren und alle müssen dort auch sich hinsetzen und normal essen und dürfen nicht weiterfahren und so weiter. Und dann laufen wir alle zusammen Marathon danach. Und im besten Fall, wir sind vier Freunde, die alle drei Sachen wirklich ohne Hilfsmittel machen wollen. Also wir wollen diese Langdistanz hinter uns bringen, allerdings ohne überhaupt die Zeit zu messen dabei. Und wir nehmen unlimited Freunde zu den jeweiligen einzelnen Abenteuern. Also jeder kann, wenn jemand mit schwimmen will, dann schwimmt er mit. Wenn 20 Leute mit Rad fahren wollen, dann können die mit Rad fahren. Das ist so ein bisschen rechtlich begrenzt, weil du, glaube ich, nicht mehr als 24, wo ist gerade die Demonstrationsgröße oder die Gruppengröße? Also wir können halt nur so und so viele Leute das machen. Das ist so mein klares sportliches Ziel. Und das ist relativ bewusst. Im letzten Podcast habe ich da mit Laura auch ein bisschen drüber diskutiert, weil die natürlich, die ist ja Athletin, die ist ernstzunehmende Sportlerin. Das bin ich halt schon nicht. Also so, ich bin ja schon jemand, der da Spaß dran hat, auch sich vielleicht ein bisschen zu messen, aber vor allem mit sich selber. Also so den Marathon bin ich ja auch nicht in, völlig egal, weil also ich bin ein Amateur, der einfach nur gegen sich selbst läuft. Ich bin auch mit irgendwelchen Schuhen gelaufen, die, glaube ich, 5 Millimeter oder 4, ich weiß gar nicht, was er die, also so, dass die gehören, glaube ich, nicht dem Reglement an, sondern du durftest dann nur, ich weiß nicht, Patrick Lange ist den gleichen Schuh gelaufen in Rot, weil man da andere Schuhe laufen darf oder was auch immer. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus, weil mich da dann tatsächlich, also für mich gelten, ich bin ja Amateur, ich bin ja einfach nur irgendein Trottel. Und dementsprechend haben wir das vor, nächstes Jahr aber hinzukriegen, weil das ja schon, also die Tatsache 3,6 Kilometer, 180 Kilometer Radfahren und dann einen Marathon zu laufen an einem Tag in 24 Stunden, hoffentlich vielleicht sogar im Tageslicht, was, glaube ich, nicht klappt, sondern wir werden schon eine große Menge dann noch im Dunkeln hinten raus machen, wird, glaube ich, ein ereignisreicher Tag und da haben wir Bock drauf. Das habe ich mir oder wir uns auch vorgenommen mit Eugen zusammen. Und vor allem halt in der Gruppe, mit sozialen Leuten, so wie ich. Und das muss ich schon auch sagen, die Berlin-Sache, diese Marathon-Sache, am stolzesten bin ich drauf, dass wir zu dritt angekommen sind. Und das gab schon, also da gibt's ja schon auch, also weißt du so, ich habe da viel Zeit aufgewendet, jeder Einzelne hat da viel Zeit und das war passiv wie aktiv, also so in der, es gab schon auch 5, 6, 7 Kilometer, wo ich so war, so lauft ihr mal los, ohne mich. Da haben die das nicht akzeptiert und dann hat sich's auch umgedreht und jemand anders hat gesagt, lauft ihr mal los ohne mich. Und das haben wir auch nicht akzeptiert. Und dieses gemeinsam was erreichen, finde ich noch viel, viel wichtiger, zumindest für mich und mein Seelenwohl, als selbst jetzt irgendwie den Ironman in 11 Stunden und unter 11 Stunden 22 zu schaffen. Das ist mir total scheißegal, weil ich den Vergleich total egal finde und der ja eh nicht wirklich existiert, weil es ja so abhängig von Witterung, Strecke, was auch immer. Also auch Marathon ist ja, ich habe jetzt 500 Mal gesagt, 3,39, ja, das war halt in Berlin. In der schnellsten Strecke, die es, glaube ich, weltweit gibt, weil am wenigsten Hügel drin sind, weißt du? Natürlich laufe ich da 10 Minuten schneller als in L.A., wo sau viele Hügel drin sind. Oder ich kann es gar nicht benennen, was es ist, aber das ist total schizophren, sich dafür dann abzufeiern. Ich glaube, Chicago und Berlin sind halt die schnellsten Strecken im Marathon. Und dann kannst du einen runterholen da drauf, dass du eine schnelle Zeit gewahrt, aber viel mehr ist es ja auch nicht mehr. So. Ey, den Podcast darf ich wieder nur für Erwachsene machen, ey. 18 plus. Fäkalhumor, ein bisschen Sexhumor, was fehlt noch? Parental Advisory. Ein bisschen vor allem, genau. Und dann habe ich natürlich eine Verabredung Anfang August, das 24-Stunden-Rennen Mountainbikes Cross Country. Sehr gut. Das sind die zwei Sachen. Eine Ehre. Das wäre wirklich mega gut, definitiv. Ja, prima. Wir haben 90 Minuten geschafft. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Paul. Gott, ich habe mich schon wieder verschwallt. Tut mir leid. Das ist alles super. Alles super. Wir freuen uns ja
um mit dir uns lange zu unterhalten. Und wir wissen ja auch, wie busy du immer bist. Insofern. Oh, ich habe jetzt frei, ich lege mich jetzt wieder hin. Ach, du legst dich jetzt wieder hin? Ich weiß es nicht so richtig. Ich muss schon sagen, dass ich, also gestern bin ich um 19.10 Uhr gelandet, bin dann sehr schnell ins Pari-Clubhaus, habe dann 22 Minuten absoluten Horror gehabt, weil ich keinen Schlüssel für mein Büro gefunden habe und der Notschlüssel natürlich nicht da war, wo der Notschlüssel sein sollte. Dann habe ich versucht irgendwie, habe dann irgendwo einen in einer kurzen Hose war noch einer, der die in der Wäsche war und da habe ich dann kurzfristig angefunden. Habe dann Radio gemacht. Ich mache im Moment so eine Radio-Morning-Show live von hier, 4 Stunden auf Big FM. Das war durchaus intensiv. Habe dann noch eine Folge AWFNR aufgenommen. Also ich bin erst um 2.40 Uhr oder sowas in meiner lokalen Zeit ins Bett gegangen. Kam aber auch aus, wo war das dann? 4.40 Uhr. Das ist Quatsch, was ich gerade sage. Ich kam aus Austin, da sind nochmal 2 Stunden früher. Das heißt, ich habe laut meinem Whoop, was ja immer noch mein absolutes Lieblingsprodukt der Welt ist, 20, warte, ich sag's euch einmal kurz, ich habe heute nur 5 Stunden 30 geschlafen, was deutlich zu wenig ist und seines Zeichens 71% meines Schlafbedarfes. Dementsprechend, was ich ganz schön viel finde, 71% ist ja gar nicht so schlecht. Also ich hatte nur 7 Stunden 44 Schlafbedarf, aber das werde ich durch einen lockeren 90 Minuten Mittagsschlaf relativ bald jetzt ausgleichen. Ist doch ganz schön, oder nicht? Auf jeden Fall. Wenn man Mittag schläft. Absolut, seid ihr gegönnt. Kann man machen auf dem Montag, definitiv. Und, genau. Das ist, was passiert. Sehr schön. Ja, ja, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich in den USA bin, bei dir in Newport, dass wir beide da ein gemütliches, genüssliches Bierchen trinken werden. Während wir Elektroschocks. Nein, das machen wir nicht. Doch. Nein, das machen wir nicht. Doch. Ich bin der Älteste, ne? Von euch beiden. Ja. Das Bier kommt dann danach, wenn im besten Falle, ne? Und was haben wir gemerkt, ne? Also, ne, vorher schon mal auf Toilette gehen, ne? Alles rausdrücken, was geht. Ja, genau. Ja. So. Je nachdem, wie hoch wir gehen, muss man wissen. Aber sky's the limit, ne? Ja. So. Kevin, dir eine schöne Woche im Schwarzwald. Dankeschön. Wir werden es genießen. Schön, euch gehört zu haben. Gut, alles klar, dann. Gut. Hör mal, der pennt uns hier gleich weg irgendwie. Deswegen machen wir Feierabend. Ich bedanke mich recht herzlich, lieber Paul, dass du dir die Zeit genommen hast. Andreas, Kevin und Christoph werden gleich auch noch mal ein paar Worte verlieren. Und das letzte Wort hast du. Ja. Vielen Dank. War wie immer lustig. Das ist ja immer schön. Ach so, sagt jetzt jeder was und ich darf dann am Ende was sagen. Ja, du mein Gehirn, hast das letzte Wort. Ich bin zu dumm. Ich warte. Nein, du hast das. Ja, gut, Andreas, ich habe jetzt das letzte Wort. Andreas fängt an. Ich mach's kurz. Vielen Dank für deine Zeit. Es war wie immer ein Fest und wir freuen uns, wenn es klappt, dass wir uns nächstes Jahr sehen. Ja, ich kann mich auch nur anschließen. Danke an die Runde. Hat echt super viel Spaß gemacht, wieder mit euch ein bisschen zu quatschen, mal zu hören, was bei dir geht, Paul, und was auch nächstes Jahr geht. Und ja, ich hoffe natürlich auch, wir sehen uns in irgendeiner Weise nächstes Jahr. Ich habe ja vielleicht auch noch vor, ein verrücktes Ding zu machen, mit dem Death Rally da mal durchzufahren. Ich habe mir überlegt, einen Bronco zu kaufen und das zu machen, weil mit einem Klapprad, das ist vielleicht noch ein bisschen witziger. Du bist wahnsinnig. Als mit einem Rennrad. Da werde ich dir dann nochmal ein Update geben. Und geil. Freue mich auf den Support. Ja, Kevin, Support war schön, dich kennengelernt dafür. Zu haben. Ach, kein Problem. Christoph? Ja, same. Also ich bin mega happy, dass wir uns jetzt nochmal gesprochen haben. Mich würde es richtig freuen, wenn wir uns nächstes Jahr vielleicht öfter sehen in dem Sinne, ne, halt drüben als auch hier. Ne. Aber wie gesagt, ich höre dich einfach immer super gerne zu, weil selbst für mich persönlich, ich ziehe mir immer wieder was raus, ne, in Sachen Motivation und allem. Ne, von daher freue ich das mich. Freut mich auf, da. Ne, freue ich mich, wenn wir uns dann auch wieder persönlich sehen. Das ist doch schön. Und ich sag's, wie es ist, ich habe auch schon die halbe Garage ausgeräumt, dass wieder irgendwelche Pakete von euch ankommen. Hurra! Dafür ist genug Platz da. Sehr gut, sehr gut. Sehr herzlich, danke. Super. Tschüss. Ciao. Bis bald. Tschüss. Ciao.